Jo, fang mal an, das Intro. Alter, anderes Intro! Und es ist nicht wie im vierten Teil, dass wieder jeder irgendwie eine random Klasse hat, sondern hier können wir wieder Klassen bestimmen, Klassen grinden. Wir können hier sogar die Jobs, also die Klassen sogar kombinieren. Boah! Das wird insane. Der Grind wird insane. Sprich, ich drehe den Booster auf und sag what up. 5 für mich generell ein sehr starkes Final Fantasy. Ich weiß nicht, was es ist, aber irgendwas an 5 liebe ich so sehr. Also, als ich die alle in meinem eigenen privaten Marathon damals gespielt habe, war bei mir Final Fantasy 5 auch von den alten Spielen, also 1 bis 6, war das bei mir auch recht weit oben. Hat mir auch sehr, sehr viel Spaß gemacht. FF5 ist einfach besseres FF3. Ja. Also von den Jobs auf jeden Fall. Ich weiß nicht mehr, wie Story und Dungeons und sowas, was das angeht, weiß ich nicht mehr genau. Ich weiß nur, dass ich auf jeden Fall in Final Fantasy 5 das Jobsystem mehr enjoyed habe als in 3. Oder generell in den Teilen davor war das beste Jobsystem. Und der Antagonist war der coolste. Der war nice. Vor allem immer, wenn er kommt, kommt immer so ein nicer Beat. Dazu muss ich dann immer rappen. Yeah. Ich sehe hier das erste Mal irgendwas zu FF5. Es wird geil. Es sieht natürlich aus so wie die anderen Teile, ne? Ist ja Pixel Remaster. Sieht genauso aus wie die anderen. Warte, diesmal, Chat, diesmal machen wir es schon vorher. Und zwar, boom. Ne, warte, hier Schriftart meine ich. Die Schriftart. Diesmal ändern wir sie direkt. Rappen, ja. Jedes Mal, wenn der Beat kommt, muss ich rappen. Rappen. Einfach rappen. So, let's go, Chat. Das wird geil. Ich hoffe, wir sehen heute überhaupt schon einen Bösewicht. Aber ich glaube, den müssen wir sehr früh schon sehen. Der kommt recht oft ja im Spiel vor. Und nicht irgendwie erst am Ende. Und sonst der Chat, hattet ihr einen guten Sonntag gehabt? Nein? Wieso nicht? Hallo? Auch für FF14-Fans gibt es hier wieder sehr viel Kram. Also wenn ihr FF14 sehr ausführlich gespielt habt, dann werdet ihr ja einiges sehen, was euch bekannt vorkommt. Haushaltssonntag. Sonntag, Haushalt? Du machst das falsch. Du darfst sonntags keinen Haushalt machen. Sonntag ist der Chillertag. Da darfst du keinen Haushalt machen. Du musst alles vor dem Sonntag erledigen. Musst du wirklich gehen, Vater? Du weißt, es geht nicht anders, Liebes. Er ist einfach Tycoon. Deine Aufgabe ist es, das Schloss zu beschützen. Du darfst mir unter keinen Umständen folgen, verstehst du? Aber Vater! Etwas stimmt nicht mit dem Wind. Ah, dem Wind. Ich muss zum Wind schreien, um sicherzustellen, dass der Kristall unversehrt ist. Okay, es geht wieder um Kristall. Ich kann mich an die Story gar nicht mehr erinnern. Ich habe es auch bemerkt, aber alleine Lena, mach dir keine Sorgen, hab Vertrauen. Richtiger Rollercoaster, der Vater. Fucking Tycoon, Alter. Rate mal, wer ihm folgen wird. Ich weiß nicht. Lana? Lini? Luno vielleicht? Ich bin mir nicht sicher. Ich habe eine Stunde damit verbracht, Ameisen zu entsorgen. An meiner Wäschespinne draußen hatte ich einen Baumstamm, der ist auseinandergefallen und es kamen 1000 Ameisen raus. In deine Wäsche? Geil. Das klingt katastrophal scheiße. Ich sehe das Shirt erst jetzt. Ja, ich habe heute mein Clownskostüm an. Für 19 Uhr, Chat. Sing Song, Sing Song, Sing Song. Der Wind, er weht nicht mehr. Das Faris. Auch pinke Haare. Ich muss mich beeilen. Wer ist denn der, Alter? Ginger. Der Wind hat aufgehört zu wehen. Vater.
Die sind an den Wäschekorb gekommen, an der Wäschespinne waren die überall. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Was zum... Junge, der baut gleich hier eine Warteschlange mit ganz vielen Pommesbuden zum Kristall. Fucking Tycoon. Wieso heißt er Tycoon? Und hey, Croc Danny. Da sind wir, Chat. Der gute Bartz. So ein scheiß Name, Alter. Bartz. Und das erste Mal mit einem wichtigen Chocobo. Nicht einfach nur random Reittier, sondern ein wichtiger Chocobo. Das ist sein Best Friend. Yo, 3D. Bartz, wahrscheinlich Simpsons-Fan. Ja, ich denke auch. Alter, die Map kennen wir. Die sah genauso aus wie in den anderen Teilen davor auch. Ja, Chat meinte, wir können nur ihn benennen. Sonst niemanden. Ach, du meinst den Chocobo? weiß ich gar nicht. Ich glaube nur Bartz. Es fängt mit einem Chocobo an, aber wir hören keine Chocobo-Musik. Für welche Konsole ist FF entschieden? Welche FF? Es gibt von NES bis zu PS5 Final Fantasies. Da ist der Stein. Tycoon-Meteorit. Der hier war SNES damals. Ich habe aber die GBA-Version gespielt. Und auf PS1 kam der auch. PS1, GBA, SNES. Und ich glaube, das war's, ne? Gab's noch andere Versionen? Und jetzt halt Pixel Remaster, ne? Mit Switch und PlayStation. Und Steam und so. Boko, warte hier auf mich, okay? Boko heißt der. Süße. Ach stimmt, es gab noch so Mobile-Version. True. Mobile-Version gab's ja auch noch. Das ist Lena. Und der erste Kampf. Alter, sind die geil. One-Hit. Bartz OP. Also sein Name ist sogar noch unbekannt. Fragezeichen. Ja, die Mobile-Versions, die sahen alle ein bisschen weird aus. Der heißt einfach 3 Fragezeichen. Wer von denen ist er denn? Tim, Hans, Johannes? Ich habe keine Ahnung, wie die 3 Fragezeichen heißen. Hey, bist du in Ordnung? Ja, ich denke schon. Dir gebührt mein Dank. Mein Name ist Lena. Und du bist? Ich? Habt ihr nie geschaut? Die hat man auch nicht geschaut. Die hat man gehört oder gelesen. Boards! Wie kann ich benennen? Da. Okay, wir können einen einzigen Namen verteilen, Chat. Justus, Jonas, Peter und Bob. Wieso 4? Das sind doch die 3 Fragezeichen, nicht die 4 Fragezeichen. Ich habe 3 Fragezeichen nur ein paar Bücher damals als Kind gelesen. Sonst habe ich damit auch nie viel Kontakt gehabt. Ach, der eine heißt Justus Jonas. Ah, okay. So. Wenn ihr seinen Namen übernehmen wollt, dann schreibt in den Chat. Katze. Schreibt in den Chat Katze. Klein einfach geschrieben. Katze. Und dann lose ich einen von euch aus. Oh, so schöne Musik. Ich habe die letzten, also heute und gestern auch sehr viel schöne Musik gehört. Ich habe Yasuo endlich Nier Replicant gezeigt. Das wäre sehr viel schöne Musik.
Okay, ich rolle. 3, 2, 1, boom. Boomgor! Hatten wir nicht schon Boomgor-Chat? Nee, hatten wir noch nicht, oder? Doch, du warst im ersten. Oh. Okay, dann brauchen wir einen neuen. Ricky! Hatten wir schon Ricky? Nee, bin frisch, okay. Ich hätte es Boomgor geglaubt, hätte er gesagt. Ich war noch nicht. Hab das letzte, auch letztens zum ersten Mal gespielt. Ja, die ist jetzt depressiv nach Hause gefahren, weil wir haben nicht weitergespielt. Ich wollte sie nur bis zu einer Stelle bringen, da wo halt Emil zum ersten Mal seinen Verband abnimmt. Und dann habe ich gesagt, bis dahin müssen wir spielen und dann bist du gehuckt. Und jetzt ist sie depressiv nach Hause gefahren. Da wo ich habe auch geheult. Ich meine natürlich, ich hab ganz ernst und seriös mir die Stelle angeschaut. Ich bin Ricky. Mein Chocobo und ich bereisen die Welt. Jeden Tag ein neues Ziel. Ricky. Dieser Felsbrocken fiel plötzlich vom Himmel. Die Schockwelle muss mich erwischt haben. Ist wohl ein Meteorit. Ein Meteorit? Ob er etwas mit der plötzlichen Windstille zu tun hat? Lass mich dir noch einmal danken. Ich wünschte, ich könnte dich in angemessener Weise entlohnen, aber ich muss weiter. Hey, warte nicht so schnell! Ricky, hast du das eben auch gehört? Was denn? Oh. Helf mir! Da drüben. Dieser weirde Final Fantasy Anime spielt, by the way, in der Welt von 5. Welcher weirde Final Fantasy Anime? Ich kenne nur den Final Fantasy 7 Anime. Den von 15, ja. Und ansonsten Legend of the Crystals? Keine Ahnung. Der war scheiße, oder was? Da ist der Ginger Boy. Sind Sie in Ordnung? Wo bin ich? Oh, mein armer Kopf. Der wurde komplett erwischt. Das ist der Teller! Herrje, was ist denn passiert? Ich komme irgendwie nicht drauf. Ich kann mich überhaupt nichts und nichts erinnern. Sie scheinen einen ordentlichen Schlag auf den Kopf abbekommen zu haben. Vielleicht haben Sie Amnesie. Ah, ich erinnere mich zumindest an etwas. Mein Name ist Garluf. Final Fantasy 14 Gamer? Remember this name, Digga. Er war ein Charakter in Eureka, ne? In der Eureka-Reihe. Das ist doch ein Anfang. Sonst noch etwas? Nein, nur der Name. Mehr würde mir einfach nicht einfallen. Bitte verzeiht, so leid es mir tut, aber ihr müsst mich entschuldigen. Ich habe keine Zeit zu verlieren. Wohin willst du? Ich muss zum Windschrein. Schon wieder vergessen. Ja, du wirst wahrscheinlich den Content auch nie machen. In FF14. Der Windschrein, das war auch mein Ziel. Ich bin mir ziemlich sicher. Ich komme mit und daran wird nicht gerüttelt. Aber... Bin jetzt bei Shadowbringers. Ja, aber das ist Side-Content. Das ist aus Stormblood. Da bist du schon durch. Nichts aber. Allein ist das außerdem viel zu gefährlich für dich. Und ich weiß einfach, dass ich zu dem schreien muss. Ich habe das im Gefühl. Du musst mich mitnehmen. Ricky, was ist mit dir? Tut mir leid, ich passe. Ich will meine Reise fortsetzen, aber alles Gute für euch. Credits Ende. Ja, es gibt in FF14 so ein Gebiet, wo du ein eigenes Levelsystem hast. Recht großes Gebiet, was über mehrere Patches kam und so, wo du dann komplett ein neues Levelsystem hast und so komplett. Da musste man so eine Relic-Waffe grinden. Das war sehr viel stumpfes Gekloppe.
Und da gab es natürlich auch eine Story. Und in der Story war halt Garlof eine Figur. Ricky, nochmals, danke für alles. Leb wohl. Das klingt nice. Ich mag stumpfes Grinding. Das ist wirklich maximal stumpfes Grinding. Und das haben sie jetzt, glaube ich, in Endwalker nochmal dasselbe gebracht, ne? So ein großes Gebiet, was auch so komplett stumpf ist. Nee, war das nicht Endwalker? In Shadowbringer war das. Ah, okay. In Endwalker gibt's das nicht, ne? Hat das auch dann storytechnisch was mit Eureka zu tun? Nee, ne? Viel Glück und Segen auf all deinen Wegen. Und gute Reise und so. Okay. Ja. Dann gehen wir halt ohne die Leute weiter, ne? Easy. Endwalker hat relativ wenig Endgame-Content, to be honest. Ja, Yoshi P. war ja beschäftigt mit FF16. Ui, Geheimnis. 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 Phoenix wieder, nice. Schon mal eine Wiederbelebung. Ich bin gefangen. Ich werde diesen Meteoriten heiraten. Digga! Bin ich blind? Ich scheine wohl blind zu sein. Ah, hier! Gibt's hier in Dungeons auch so viele versteckte Wege wie in den anderen Teilen? Wo du random gegen eine Wand laufen musst? Los, Boko, wir brechen auf! Yes, okay. Du hast die Fähigkeit, die Dieb-Fähigkeit Gänge finden. Oh. Autsch, Boko, böser Chocobo. Warum hältst du denn so plötzlich an? Jetzt guck mich nicht so treu doof an. Oh, Boko ist wütend, dass er den anderen nicht helfen möchte. Quie, quie, quie. Du hast ja recht, ein Mädchen und ein alter Mann alleine da draußen. Und das mit den ganzen Goblins überall, also gut, ich seh's ja ein. Und jetzt reiten die wieder zurück und die sind tot. Uah! Urks! Boko, auf geht's! Qui! Die Goblins. Urks ist ein tolles Wort. Ja, immer wenn ich stolpere oder sowas oder irgendwie meinen Kopf irgendwie an der Küchentür stoße oder so, dann sage ich immer Urks. Hey Daniel. Ich sag immer, Autschi. Chat, was ist euer Schmerzgeräusch? Sagt ihr immer so ein Ah! Oder sagt ihr Aua! Oder sagt ihr Autschi! Oder sagt ihr Uff! Was sagt ihr immer? Habt ihr so eine Autschi-Bautschi! Verflixt und zugenäht. Ach so. Urks. Du sagst immer Uwe. Bananarama ist auch stark. Und Enaloli, dankeschön für 3 Monate. Ich schreie einfach nur. Ich sag ja immer Walfischdreck. Mightridge Villager Sound. Sound einfach. Itai. Ich sag ech. Ich sag immer fuck. Werde quasi zu Tom aus Tom und Jerry. Wie macht denn Tom? Ah, dieses Wahoo! So ein bisschen wie Goofy, ne? Guten Morgen. Ricky.
Guten Morgen, Ricky. Jetzt stehe ich noch tiefer in deiner Schuld. Ach was, nicht doch. Was redest du denn da? Direkt verliebt, Chat. Wir haben direkt hier Bonding. Die Schockwelle von dem Meteoriteneinschlag hat überall in der Umgebung Erdrutsche ausgelöst. Die Straßen sind verschüttet. Ich denke nicht, dass sie es auf diesem Weg bis nach Thule schafft. Aber wenn ich nicht zum Windschrein gelange, dann... Boah, wie bei Mario schreien, aber nicht Wahoo, sondern du machst das Geräusch, wenn er schrumpft. Wenn er doch irgendwo runterfällt oder so, oder? War das nicht so? Dann macht er mal... Uff! Zum Windschrein. Ich muss... Der Alte scheint ja auch recht dringend dorthin zu wollen. Also gut, ich komme mit und werde dafür sorgen, dass ihr auch sicher dort ankommt. Wirklich? Das würdest du tun? Klar, es war immerhin der letzte Wunsch meines Vaters, dass ich die Welt bereise. Oh nein. Und außerdem spüre ich die ganz deutlich, wie der Wind mich ruft. Ach so, gut gesprochen. Dass du in Wahrheit ein Auge auf die Kleine geworfen hast, bleibt unter uns. Zwinker. Riesen. Was? Sie sind wach? Na, was denkst du denn? Ich bin vielleicht ein alter Hund, aber ich bin fit für alles, was da kommen mag. Ah, 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 ah. Dennoch, der Weg ist versperrt. Das macht die Sache nicht gerade leichter für uns. Denke mir öfter, ich sollte sowas wie Ach du grüne Neune mehr in meinen Sprachgebrauch integrieren. Wie alt bist du, Jules? Kickt das Alter langsam? Ich gebe nicht auf. Es muss einen Weg geben, zum Windschrein zu gelangen. Genau, wir werden ihn finden. Alles klar, dann nichts wie los. Das Abenteuer beginnt, Chat. Wir haben einen Abenteurer, eine Prinzessin und einen alten unbekannten Mann, der unter Amnesie leidet. Beginn einer großen Reise. Wenn du dich hinsetzt, sagst du dann auch immer Hoppala? Wieso soll ich Hoppala sagen? Nächstes Jahr steht die 3 vorne an. Ah, okay. Das Jahr kommt langsam. Das Alter kommt langsam. Bei Jules kickt's. Ach du grüne Neune! War hier schon immer eine Höhle? Wahrscheinlich ist sie erst bei einem der Erdbeben entstanden. Boko, ich denke, das wird ein bisschen zu gefährlich für einen Chocobo. Du bleibst hier, okay? Kui! Okay. Ich bin für Umfrage im Chat. Über, unter 30. Die sind doch alle nur 3 Jahre alt. Griffith, dankeschön für 30 Monate. Schon 2,5 Jahre und immer noch so geil wie damals, du Legende. Dankeschön. So, Chat, da ist unser Team. Die sind alles gerade noch Allrounder. Also die haben noch keine Klasse. Breitschwert, Messer, unbewaffnet. Junge, der kämpft einfach mit seinen bloßen Händen. Ja, wahrscheinlich kann er gar nicht kämpfen, so. Ist einfach nur ein alter Mann. Oder er weiß nicht, wie er kämpfen soll, weil er hat Amnesie. Eine Wasserquelle. Eine Gegnerquelle. Boah, jetzt kommt der Soundtrack. Boah! Banger. Das sind Stahlflatterer, okay. Könntest du aus dem Kopf sagen, welches Battle-Theme dein Fave ist? Final Fantasy 8. Loser! LP und MP wiederhergestellt. Alle Zustandsveränderungen geheilt. Kampffähige Gefährten wiederbelebt. Ja, sorry, aber was Musik angeht, ist halt... Wenn es um Musik geht, dann ist halt 8 einfach stärkste. 8 ist einfach stärkste.
Overall der beste Soundtrack. Ja, auch ohne Nostalgiebrille. Einfach besser Soundtrack. Jeder Song einfach Masterpiece. Also kann man nur Bart in dem Spiel umbenennen, ja. War Final Fantasy IV auch schon SNES-Chat oder war das noch NES? Ist das der erste SNES-Teil hier? 4 war auch schon SNES, okay. Aha, so kommt man also dort hinein. Stimmt, immer 3 pro Konsole. True. Hab mich auch so gefreut, wo die Final Fantasy 8 in FF14 in den Eden Raids die FF8 Musik lief, ja. Ja. Das war geil. Der Boss-Song. Nanu? Ah, stimmt, man kommt so am Anfang so bei Piraten an, ne? Dieses Schiff eben, wie konnte es sich ohne Wind bloß fortbewegen? Dampfmaschinen! Es ist soweit, Final Fantasy wird langsam zu Steampunk. Okay, die haben nur rausgeschaut. Langsam aber sicher kommen die Steampunk-Elemente. Oder ja Sklaven, die ganze Zeit... Nee, nee, die rudern nicht kräftig. Nein, nein, nein. Ja, und dann kam 13 und 13 war ja komplett Sci-Fi, Alter. Und eine Buddel voll Rum. Und eine Buddel voll Rum. 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 Das ist ein Piratenversteck. Was bedeutet das, dass das Schiff eben ein Piratenschiff gewesen sein muss? Ob die uns wohl mit an Bord nehmen würden? Bitte? Sicher würden die das tun, aber nur um uns auf der Stelle Kiel zu holen. Oh shit. Richtig, wir haben was anderes. Wir schleichen uns heimlich an Bord und leihen uns das Schiffchen für eine Weile. Hilfe! Für einen alten Hund sind sie aber ganz schön verwegen. Ba, 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 ba. Okay, wir klauen Schiff. Kann man ein so großes Schiff zu dritt kontrollieren? Okay, Dampfmaschinen, easy, ne? Wenn die dir in 12 oder in Type 0 erstmal 3 Stunden erklären, wer Krieg führt, ja. Bei 13 war es ja auch wild. Da wurde dir gar nichts erklärt, sondern du kriegst einfach in dein Menü halbe Buch zu lesen. Damit du überhaupt checkst, was dieser Falsi, Elsi, Schmelzi, Dolzi, Kokun, Schmakun, Digga. Hm, der schläft. Was redest du? Ja, in 13 geht's halt direkt los. Die reden alle direkt von Falsi, Elsi und so. Es war super kompliziert. Und du kriegst halt am Anfang direkt bei jedem Begriff so einen übelst langen Text in deinem Menü, wo du dir genau durchlesen kannst, was das alles bedeutet. Damit du überhaupt checkst, worüber die da reden. Du fängst ja direkt in diesen Zugmissionen da an. Ha, pü! Was? Das schläft auch? Okay. Hm.
So, let's go. Gehört uns. Hab's gefunden, gehört mir. Hab's angeleckt, gehört mir. Verschlossen? Ja, den müssen wir jetzt meucheln. Kann ich seine Schätze klauen? Captain Hub, das Ruder repariert. Übernehmen Sie. Sildra wird... Okay. Jetzt wäre es schade, dass PS Plus bei FF Games rausgeschmissen hat. Dieses Essential Plus Ding da, oder was? Was haben die denn rausgeworfen? Scheiße. Ich hasse Lore Dumps. Nach zwei Sätzen denke ich mir, ja, das lese ich jetzt nicht, aber später ganz sicher, lese es nie. Ja, es kommt immer drauf an. Also manchmal sind Lore Dumps ganz cool, aber da muss es mich schon richtig jucken. Okay, habe ich oben was übersehen? Ich glaube nur noch 10 und Type 0 ist drin. Oh, okay. Ach, Ruder. Hier, einfach hier dran, ne? Ahoi! Mast und Schotbruch! Immer eine Handbreit Wasser unterm Kiel. Aha. Anker lichten und los! Santiano! Oh. Was macht er da? Ja, was ist nun? Anker lichten heißt lossegeln, Junge. Das weiß ich. Das Steuer rührt sich keinen Millimeter. Vielleicht bewegt es sich ja mit Gewalt. Ein Kratzer an meinem Schiff und ihr werdet es teuer bezahlen. Arr. Den haben wir auch im Intro gesehen. Ihr versucht also tatsächlich mein Schiff zu stehlen. Ihr habt Mumm. Oder ihr seid einfach nur dumm. Arr. Ich würde ja sagen, ihr das Letzte. Wartet, ich bin Prinzessin Lena von Tycoon. Bitte nehmt meine aufrichtige Entschuldigung für den Versuch an, mich eures Schiffes zu bemächtigen. Ich schenke euch einen ganzen Freizeitpark. Was? Einen ganzen Freizeitpark? Prinzessin? Von Tycoon? Hört mich an. Im Namen des Königreichs Tycoon. Bitte gestattet uns eine Überfahrt auf eurem Schiff. Ich muss zum Wind schreien. Mein Vater ist in großer Gefahr. Sieh an, die Prinzessin von Tycoon hier auf meinem Schiff. Das könnte uns ein hübsches Sümmchen einbringen. Hey, lass sie in Frieden, du barbarischer, nach Grog stinkender, seeräuberischer Pirat. Also unser Ricky ist ja richtig ein schlagwertiger Typ, wa? Ich bitte euch, ich flehe euch an. Dieser Anhänger... Werft den Haufen in die Arrestzelle. Aye, aye, Captain. Arrestzelle. Was geht ab, Jason? Bist du zu Hause? Eieiei, schöner Schlamassel, in dem wir da gelandet sind. Welches Genie hatte überhaupt die grandiose Idee, ein Piratenschiff zu stehlen? Soll das ein Witz sein? Ein Blick in den Spiegel und Sie haben die Antwort. Aua, diese Kopfschmerzen, ich kann mich an nichts erinnern. Oh, jetzt simuliert er auch noch. Und da ist er wieder. Ihr Gedächtnisschwund, wie überaus praktisch. So ein bisschen bei Final Fantasy 8 gibt es so einen Charakter, der dann immer Bauchschmerzen bekommt. Ah, mein Bauch. Und dann winselt er sich so aus der Lage. Wie auch immer. Ich kann einfach nicht glauben, dass du die Prinzessin von Tycoon bist, Lena. Verzeih, ich wollte eigentlich gar kein Geheimnis draus machen. Na, schon okay. Aber wenn du die Prinzessin bist, warum bist du dann ganz allein auf dem Weg zum Windschrein? Mein Vater ist dort. Er war kaum weg, als der Wind fast komplett abflaute. Ich werde einfach dieses Gefühl nicht los, dass etwas Furchtbares geschehen wird. Ich habe mich heimlich auf dem Weg zum Schrein gemacht, doch dann fiel der Meteorit und den Rest kennst du. Alter, was machst du für einen geilen Kuchenpiffer? Jetzt habe ich auch Bock auf Kuchen. Ich habe so einen komischen Kuchen gestern bei Lidl gekauft.
Irgend so ein Kokos-Kakao-Kuchen. Der ist es nicht. Warum hat die Prinzessin von Tycoon denselben Anhänger wie ich? Und zufällig hat er auch dieselbe Haarfarbe wie du. Sie sagte, ihr Vater sei beim Windschreien. Nee, Kokos ist geil. Klingt aber geil. Ja, es klang auch mega geil. Aber er schmeckte halt irgendwie recht unspektakulär, recht. Irgendwie recht nach gar nichts. Alles vorbereiten, um in See zu stechen, Männer. Setzt Kurs auf den Windschrein. Die sind ausgebrochen? Achso, okay. Aber Captain, was machen wir mit diesen Landratten? Bindet sie los und bringt sie zu mir. Und zwar heute noch, wenn es geht. Hey, Kloppy. Aber warum? Ich hab's mir anders überlegt. Ich werde euch helfen. Was dagegen? Lichtet den Anker. Wir segeln los gegen Windschreien. Arr, habt ihr da was denn auf den Ohren? Ich sag's kein zweites Mal, dass das klar ist. Also? Aye, aye, Captain. Ach, wir sind einfach Piraten, Chat. Lass uns ein paar Städte plündern. Aber es weht kein Wind. Wie kann das Schiff sich fortbewegen? Du bist ganz schön neugierig, was, Mädchen? Sildra, komm rauf und sag Hallo. Okay. Haben die eine Beschwörung am Start oder was? Lapras kommt jetzt. Alter! Big Fish. Und ich dachte, die haben Dampfmaschinen. Ist sie nicht hübsch? Sildra und ich sind zusammen groß geworden. Wir sind fast so wie Geschwister. Cute. Sildra ist ein FF14-Mount? Ist es noch aus der Zeit, wo ich aktiv gespielt habe? Sildra FF14. Ach, das ist Sildra? Lul. Ja, das hat man in der Story geschenkt bekommen, ne? Oder so. War das nicht das, was man in Stormblood geschenkt hat? Vorbesteller-Mount, oh. Das ist Sildra. Ist aber sehr klein. Hier ist ihr Kopf riesig. Im Vergleich zum Schiff. Aber hier jetzt auf dem Bild voll klein. Mini-Sildra. Einfach direkt schon am Anfang ein Schiff-Chat. Easy. Captain, soll ich für Sie übernehmen und Sie zum Windschreiben segeln? Yep. Chat, wie steht ihr so zu Piraten? So Piraten-Settings in Spielen oder Filmen. Ich muss sagen, ich fühle Piraten nicht so. Piraten irgendwie. Piraten-Settings sind schon stark. Piraten kombiniert mit Wikingern. Das ist geil. Aber nur so stinknormale, langweilige europäische Piraten. Wisst ihr, was noch langweiliger für mich persönlich als Piraten ist? Fucking Western, Cowboys und sowas. Boah, damit kann ich gar nichts anfangen. Gar nichts. Nee. Also Piraten geht noch klar, kann dem noch irgendwie etwas abgewinnen oder so. Aber Cowboys, boah, fand ich immer stinklangweilig. Lucky Luke, geile. Ich hatte Comics gehabt, aber die habe ich auch nicht so gerne gelesen. Zombies, Vampire, Western kann man mich mit jagen. Nee, Zombies, Vampire sind cool. Aber Western, pff.
Sie sollen mal bei ihren Kühen bleiben, die Boys. Halt wirklich. Als Kind wollte ich immer irgendwie eher so Fantasy haben mit Schwertern und Drachen oder sowas. Oder was abgespacedes mit Raumschiffen. Aber sowas wie Cowboys, Piraten, das hat mich irgendwie nie so krass gehuckt. Okay, das scheint der Windschrein zu sein. Hier ist alles in Ordnung, wie es aussieht. Nee, Weltall ist geil immer. Sci-Fi ist immer geil. Prinzessin Lena. Was um alles in der Welt ist nur passiert? Der Wind hat plötzlich aufgehört zu wehen und es sind Monster im Schrein erschienen. Banger Musik, ey. Was ist mit Vater? Der König ist nach oben gegangen und noch nicht zurückgekehrt. Ihm muss etwas zugestoßen sein. Der Kristall befindet sich im obersten Stockwerk, nicht? Es würde nichts schaden, wenn wir mal nachsehen. Ja, Faris, gehen wir. Ohne... Okay. Was hat Faris? Auch ein Dolch, okay. Ja, let's go. Okay, gut, wahrscheinlich wie bei Final Fantasy 3 am Anfang so ein kleiner Dungeon und dann kommst du zum Kristall und kriegst dann deine Klassen. Alter, weiße Schlange. Wer ist denn die? Wusstet ihr, dass Samurai, Piraten und Cowboys gleichzeitig existieren, also zur selben Zeit, sprich man hätte den Samurai, Piraten und Cowboy im selben Raum haben können, ja. Verrückt, oder? Was ein Crossover. Okay, hier kann man dann heilen. Ist das Musik? Oder klingelt es an meiner Tür? Nee, das ist der Song. Also One Piece. Ja, One Piece haben sie ja alles reingenommen. Da gibt's alles. Zombies, Vampire, Cowboys. Ich habe Bilder vom neuen Arc gesehen. Ist das dann nicht irgendwie auch irgendwie im Space oder so? One Piece hat ja einfach alles. Es gibt Vampire. Es gab auf jeden Fall diesen Zombie-Arc. Orks? Ja, Big Mom ist ein Ork. Lederhut? Das klingt gemein. Ne, Big Mom war ja ein Riese. Da ist ein Vogel. Das ist unser erster Boss. Big Mom war einfach nur ein großer Mensch. Nee, die gehört doch zur Rasse der Riesen. Das war doch in der Backstory. Die ist doch bei den Riesen oder so gewesen. Und so ein Shit. Spielst du FF7 das Remake oder OG? OG. Wir spielen keine Remakes. Nur die ganzen Remaster halt. Ja, das Remake ist erstens noch nicht mal zu Ende. Und zweitens ist das Remake auch ein komplett anderes Spiel. Breitschwert bleibt Breitschwert und Breitschwert bleibt Breitschwert. Vorsicht, der Feind greift an! Okay, wer bist du denn? Flügelraptor! Junge. Oh, die Musik. Boss-Soundtrack. Hat schon die Melodie von X-Def drin, ne?
Zu FF5 gab es nirgendwo irgendwie einen 3D-Teil, ne? Wir können uns nicht die Modelle in 3D anschauen, oder? Ja, ich kann nichts machen. Einfach nur schlagen. Win Slash. Okay, ich hätte vielleicht heilen können, ne? Ich vertraue auf mein Team. Ich habe auf mein Team vertraut. Junge, wie lange stirbt er? Junge, irgendwas in diesem Song klingt die ganze Zeit so, als würde meine Tür klingeln. Das triggert mich. Ich hoffe, das ist nicht der Standard-Dungeon-Song, der in jedem Dungeon läuft. Sondern nur hier im Windschrein. Der Kristall. Er ist zersplittert. Was zum... Da sind die Jobs, Chat. Hatte ich auch, als ich replayed hatte. In FF14. Ja, aber ich meine generell, ob es davon irgendwie ein Remake gab oder so. Dass wir dann uns jedes Monster anschauen können. FF14 hat ja wahrscheinlich dann eine komplett neue Interpretation. Ich finde den noch nicht. Wenn ich einfach nach Flügelraptor google, kommt der nicht. Ist auch egal. Ist eh FF14. Mut, die Essenz der Flamme. Hey, Denzel. Hier gab es auch zum ersten Mal einen Blue Mage, ne? Hingabe, die Essenz des Wassers. Hoffnung, die Essenz der Erde, der noch. Beständigkeit, die Essenz. Also jetzt kommt Mut. Was? Was geschieht hier? Diese Wärme. Sind das die Essenzen der Kristalle, die uns durchströmen? Lena. Da ist der Kuhn. Vater! Hört mir gut zu. Ihr vier seid die Auserwählten, die Krieger des Lichts. Die Träger der vier Kristallessenzen. Vater, was hat das zu bedeuten? Der Windkristall ist bereits zersplittert. Und die drei anderen Kristalle sind ebenfalls in Gefahr. Ihr vier müsst sie beschützen. Eine böse Macht ist dabei zu erwachen. Eine Macht, die alles wieder in tiefe Dunkelheit stürzen will. Wie zum Beispiel den Vater. Vater. Geht, Krieger des Lichts, schützt die Kristalle! Warte, Vater, nein! Scheiße. Was ist das? Ich schätze, das sind Splitter von dem Kristall. Die Jobkristalle. In den Kristallfragmenten ruhen die Mächte legendärer Krieger von einst. Ritter und Mönch, Blaumagier und Dieb, Schwarzmagier und Weißmagier. Nice Anfangsklassen. Der Kristall, er leiht uns seine Kräfte. Wir sollten erstmal von hier verschwinden. Lena. Hier muss irgendwo ein Teleportpunkt sein. Hinter dem Altar, wenn ich mich nicht irre. Okay, Leute. Berufi. Okay, wir haben hier Ritter, Monk, Dive, White Miger, Schwarz Miger, Blau Miger und der Allrounder.
was der Blaumagier? Blaumagier ist eine Klasse, die die Fähigkeiten von Gegnern nachahmt. Du kannst quasi Pokémon spielen. Du sammelst halt nicht die Pokémon, sondern die Fähigkeit der Pokémon. Und dann bist du quasi wie ein Pokémon, wie Pikachu. Donnerblitz und so. Ja, wir können mal was Neues probieren, Chat. Na, wir hatten nie einen Dieb gehabt. Wir können einen Dieb mitnehmen. Vielleicht für Ricky. Fähigkeiten. Berufskommando. Genau, und Fähigkeiten, wenn wir zum Beispiel jetzt irgendwie den Dieb auf eine bestimmte Stufe leveln oder so, können wir dann stehlen, übernehmen, hier auf Fähigkeiten. Und das dann übertragen. Und dann können wir zum Beispiel ein Schwarzmagier sein, aber trotzdem die Fähigkeit besitzen. Oder so ein Shit. Irgendwie sowas war das. Warte, wir können mal kurz gucken, was die anderen Berufe können. Der Blaumagier. Blaumagie, ja. Ermöglicht das Wirken von Blaumagie. Ergibt Sinn. Ist aber Superheld, Alter. Mönch. Hat Treten, kennen wir auch aus den anderen Teilen. Ist dann so ein Fußtritt gegen mehrere Gegner. Ritter hat Beschützen. Absorbiert einen physischen Angriff vollständig. Dann haben wir den Weißmagier. Hat Weißmagie Stufe 6 schon. Ermöglicht das Wirken von Weißmagie bis Stufe 6. Schwarzmagier ist, denke ich mal, bis dann Schwarzmagie bis Stufe 6, ja. Und der Allrounder, den hatten wir ja gerade, der kann nichts, ne? Warum sind so viele Leute tot bei dir? Ich hatte gerade einen Bosskampf. Deshalb, wir hatten nie großartig Dieb gehabt, deshalb würde ich Dieb mitnehmen, Chat. Ne? Wir brauchen auf jeden Fall einen Heiler. Wir können mal Garluf zum White Mage machen. Lena zum Yo, was sickes Outfit. Lena zum Blaumagier? Stimmt, warte, ich muss mir die anderen Dinge jetzt anschauen mal. Die anderen Ausrüstungen. Ritter in so einer blauer Rüstung. Schwarzmagier, super weirder Helm, dieser türkise Hut. Aber ja, wir nehmen den Blaumagier. Ach, kann ich gerade nicht gehen, weil sie wahrscheinlich tot ist, ne? Okay. Garluf. Ja, als Dieb hat er dieses. Ich weiß nicht, das ist ja bei Japanern so ein. Irgendwie so ein kulturelles Ding, ne? Dass so Diebe so ein Tuch tragen, was dann so unter der Nase so festgebunden ist. Ich glaube, das soll das darstellen, ne? Ja, ja, unter der Nase so. Ja, und Faris? Ja, ich weiß nicht, was wir Faris geben, Chat. Weil alles andere hatten wir schon mal gehabt. Wir können halt wieder Mönch geben. Ja, die coolsten Outfits hat halt irgendwie wirklich sie. Die hat die nicesten Outfits. Ah, die Outfits ändern sich aber hier nicht. Okay. Okay, schieß los, I guess. Die Fragmente der zerstörten Kristalle tragen die Kräfte legendärer Krieger in sich. Die vier von den Kristallen auserkoren wird die Benutzung dieser Kräfte in Form von Berufen gewährt. Ja. Ja, ihr könnt mir ja sagen, welche Monster ich was klauen kann. Wenn ich Monster treffe und ihr wisst das, dann sagt einfach...
Okay, du kannst klauen! Durch das Ausüben der einzelnen Berufe können die auserwählten berufseigene Fähigkeiten erlernen. Ich glaube, dieses Tutorial hätten wir nicht gebraucht, oder? Es lohnt sich, eine PS5 für FF16 zu holen? Wenn du einen guten PC hast, dann nicht. Dann warte auf PC-Release. Bei meinem Wechsel von Beruf und Fähigkeiten ändern sich auch die Waffen und Rüstungen, die ein Charakter anlegen kann. Aber keine Sorge, es wird automatisch die besser verfügbare Rüstung angelegt. Ja, okay. Also es gibt kein Spiel, wo ich sagen würde, es lohnt sich jetzt 500 Euro auszugeben, nur es zu spielen. Ich glaube, das lohnt sich nicht. Außer du bist stinkenreich oder so. Dann ist es dir wahrscheinlich eh egal. Digga, wie lange das jetzt ist? Also der PC ist halt kacke. Ja, wenn du kein anderes Gerät hast, um aktuelle Spiele zu spielen, dann ist PS5 not bad. Klar. Da kannst du halt die aktuellen Spiele alle spielen, ohne dann irgendwie einen PC für 2000 Euro zu kaufen. Digga, wie lange das Tutorial geht jetzt? Ich hätte nein sagen sollen. Dass zum GTA 6 nicht für PC kommt. Ja, ich muss wahrscheinlich für Monster Hunter Wilds aufrüsten. Weil... Wobei, vielleicht nicht mehr, stimmt. Ich wollte ja gerade sagen, ich spiele es ja immer mit einem Kumpel und der hatte keine PS5. Aber der hat mittlerweile eine PS5. True. Dann muss ich mir doch nicht meinen PC aufrüsten. Oh, die haben schon bestätigt, dass Wilds Crossplay hat. Okay, geil. Dann ist ja geil. Okay, Chat, das ist unser Team. Ricky, der Dieb, Lena, die Blaumagierin, Garduf, der Weißmagier und Fares, der Mönch. Das ist unser Team. Okay, kann ich bei dem was klauen? Stehlen. Blaumagie. Wie klaue ich denn bei den Gegnern was? Ja, Cross-Safe ist scheißegal. Mir ging es nur darum, dass halt ich Angst hatte, dass mein Monster Hunter Kumpel sich das für PC holt. Und dann muss ich halt nachziehen. Ich glaube, die müssen den Angriff von dem Blaumagier einsetzen oder so. Ach so, okay. Du musst leveln, bis du lernen kannst. Wie? Ich muss den... Im Windschrein gibt es einen Gegner, von dem du Aero lernen kannst. Aber ich kann ja noch nichts lernen. Welcher Gegner ist das? Ja, treten immer OP. Anfangs halt, ne? Nee, ich will keine Liste die ganze Zeit offen haben. Du kannst die Liste offen haben, mir sagen. Wenn wir irgendwie ein neues Gebiet kommen oder so. Hat der Aero? Das ist Meister Drache. Der kann bestimmt zaubern. Verheddern. Moldwind heißt der Gegner. Auch im Deutschen? Goblin Hip Heap ist ein Blue Mage Skill, okay. Und jetzt warte ich, bis der schwarze Goblin einen Goblin Hip macht. Hey, wieso greift er an? Oh nein, Faris hat Konter oder so, weil er ein Mönch ist.
Der greift automatisch an. Scheiße. Also ist stark, aber wenn du halt nicht töten willst, da ist Moldwin. Hör auf zu kontern! Du dummer Trottel. Okay, Moment, Chat. Muss dann Aero auch auf den Blue Mage gewirkt werden? Du brauchst erst lernen. Und dann muss er auf den Blue Mage gewirkt werden? Das ist ja komplett random. Das ist ja komplett random. Da kann ich ja ewig warten. Jetzt mal Rennen einstellen. Kampfmodus warten. Kampftempo schnell. Gibt diesmal auch wieder FP. Dann machen wir schneller das hier an. Schneller und Gil. Blue kann lernen standardmäßig. Braucht die Fähigkeit nicht. Ja, irgendwie jeder sagt hier jetzt was anderes. Der hat jetzt sondieren gelernt. Was zum Fick ist jetzt sondieren? Wo hat ihr das jetzt her? Da Goblin Idee aber schon, hat sie schon gelernt. Ohne die Fähigkeit lernen. Okay, ich weiß nicht, Chat. Ob der Blue Mage the way ist. Weil dann Junge. Denn, boah, ich weiß nicht. Ja, wir schauen einfach mal. Ich bleib mal erstmal, mal gucken. Aber Aero zu lernen wäre schon geil eigentlich, ne? Aero zu haben wäre schon echt geil. Ich habe SFF5 durchgespielt. Der braucht Lernen nicht. Lernen kann man dann einem anderen Beruf geben, wenn Blue Mage genug gelevelt ist. Okay. Wo wollten wir jetzt hin, Chat? Ich war jetzt bei den Berufen so gehypt, ich habe vergessen. Hier? Thule. Stimmt, wir wollten nach Thule. True. Grog, Grog. Ich schätze, ich werde mir auch einen genehmigen. Okay. Wie weit muss ich die Klassen leveln, damit ich ihre Fähigkeiten übertragen kann? Gänge finden da. Er hat's schon. Wo können wir ein Schläfchen machen? Da hinten ist ein Schläfchen.
Ach, die kann ich jetzt reinpacken in Fähigkeiten. Ah. Ach, das war Sondieren. Sondieren ist hierfür. Zeigt die LP des Gegners an. Oh, okay. Okidoki. Und verleiht die Fähigkeit, versteckte Pfade und Durchgänge zu erkennen. Hat er schon irgendwas? Ja, nur Weißmagie. Weißmagie Stufe 1. So. Man musste sie auch ausrüsten. Okay. Sobald du es gelernt hast, solltest du für alle anderen Jobs auch verfügbar sein. Okay. Das heißt, ich kann theoretisch dann später, wenn ich Lernen gelernt habe, lol, kann ich dann irgendwie bei ihr einen Schwarzmagier machen? Und ihr Lernen geben und sie lernt trotzdem Blaumagie. Aber kann dann die Blaumagie nicht einsetzen, ne? Du hast nur das Intro verpasst, Sibota. Ja, kaufen wir schon mal ein paar Potions. Dann sagen die Leute hier so. Seid vorsichtig, die Schenke ist voller Piraten. Die Energie des Windkristalls wird durch eine Maschine angeführt. Dadurch können unsere Schiffe viel schneller segeln als das nächste Schiff aus Walser, Wales, sollte jeden Moment eintreffen. Okay. Hey, nicht ohne mich! Stab für unseren Weißmagier. Hau rein, Faris. Bis dann! Er geht wieder saufen. Zwei Lederhüte. So. Wenn du einen Job meisterst, kriegt der Freiberufler Innate. Weiß das Wort auf Deutsch nicht. Abilities, das heißt, der Freiberufler hat Lernen als passiven Skill automatisch. Zählt für verschiedene Skills. Okay. Aber nur der. Du meinst, mit Freiberufler meinst du Allrounder, ne? Das heißt, dann im Late Game sind dann die Allrounder theoretisch recht stark, ne? Wenn du unterwegs ganz, ganz viele Klassen gelevelt hast, ne? Wenn ihr euch auf dem Kanal ostwärts bewegt, gelangt ihr zum Königreich Wales. Wales hat seinen Wohlstand dem Wasserkristall zu verdanken. Okay. Alter, einfach Minecraft hier. Vita? Analyse? Persona? Wir haben kein Schwarzmagier, aber wir nehmen einfach mal zur Sicherheit mit. So, wie ist das jetzt mit Magie? Okay, er hat jetzt, der hat das Zeug jetzt, okay. Schwarzmagie, okay. Hier ist ein Schloss. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das Zocks Haus ist. Zocks. Jemand, den du kennst? Ja, er war es, der den Torna-Kanal erbaut hat. Na sowas, Prinzessin Lena! Zock, ist das schön, euch zu sehen. Ja, es ist viel zu lange her. Zock, ich muss euch um etwas bitten. Wir müssen den Torna-Kanal durchqueren, um nach Wales zu gelangen. Grundgütiger, seit der Windkristall nicht mehr ist, hat sich dort eine schreckliche Kreatur eingenistet. Es ist viel zu gefährlich. Außerdem, ich befürchte, ich habe den Schlüssel zum Kanal irgendwo verloren. Tut mir wirklich leid, dass ich euch mit dem Schlüssel nicht helfen kann, aber bleibt doch wenigstens die Nacht hier. Er will uns umbringen. Wunderbar, dann komm, folgt mir. Er wird uns umbringen. Man kann schon richtig deep reingehen, weil die Berufe beeinflussen ja auch die Stats des Charakters beim Leveln. Das heißt, am besten sollte ich mich ja auch mehr oder weniger darauf fokussieren, zum Beispiel eine Magierklasse die ganze Zeit auch nur, also eine Person, die ich jetzt eine Magierklasse gegeben habe, am besten immer Magierklassen zu geben, ne? Damit die Magierfähigkeiten besser werden, ne? Und nicht irgendwie komplett durcheinander alles machen.
Die Kristalle, wenn ich so darüber nachdenke, sie waren der Grund dafür, dass Vater... Ja, wir brauchen jetzt keine Kombos. Ihr müsst jetzt nicht eure Lieblingskombos reinschreiben. Ich will nur... ich will nur verstehen, was ihr meint mit Stats. Wenn ich jetzt die ganze Zeit Blue Mage levele, dass dann ja bestimmte Stats steigen. Oder zum Beispiel, wenn ich jetzt die ganze Zeit Deep level, dann da steigen ja auch Stats. Eine Klasse für eure Verteidigung ist dann auch nicht verkehrt. Aber das Spiel sagt mir nicht, wer welche Stats bekommt, ne? Die Kristalle müssen beschützt werden, um jeden Preis. Stella, wenn mir etwas zustoßen sollte, darfst du Ricky niemals von den Kristallen erzählen. Diese Verantwortung hat nicht auf seinen Schultern zu lasten. Liebster, bitte sag doch nicht solche Sachen. Kann man sich grob denken. Also ich versuche jetzt grob zu denken, ich habe keine Ahnung, was der Blau Mage bekommt. Gerade wurde im Chat geschrieben, Mönch kriegt HP. Ich hätte es mit Mönch und HP jetzt auch nicht zusammen 1 und 1 gerechnet. Vater, ich werde die Kristalle behüten, wie meinen Augapfel. Ich verspreche es. Was macht der alte Perverse da? Ist etwas, Ricky? Ach, nichts. Ich muss neben meine Eltern an meine Eltern denken. Sie sind vor einiger Zeit gestorben. Weil die auch um die Kristalle gekämpft haben. Und jetzt macht er das. Hier, nimm das. Hä, was ist das denn? Den Schlüssel zum Kanal. Er öffnet das Tor. Ihr könnt also nach Wales. Oh, er will Lena hier behalten, wahrscheinlich. Weil er sich um sie sorgt und denkt, sie kann das, sie schafft es nicht. Ich hatte den Schlüssel aus Sorge um Lena versteckt, aber... Bitte, ich lege ihre Sicherheit in deine Hände. Ah, doch nicht, okay. Ich dachte, er sagt jetzt, lasst Lena schlafen und geht alleine. Kann ich was klauen? Prinzessin, passt gut auf euch auf. Habt eine sichere Reise. Okay. Hey, Silas. Oh, nee, Moritz. So. Wir waren hier noch nicht drin. Hier wird mies gesoffen, ne? Da wird getanzt. Warum setzt du dich nicht und machst es dir gemütlich? Der nächste Tanz ist extra für dich, Süßer. Wär's mit einer kleinen Extra-Einlage, weil du es bist. Alter, Triple Lap Dance. Ulala! Wow! Junge, sie macht den krassen Spin mit ihrem Ass auf meinem Schoß. Okay, sie hört nicht auf. Guter Song. Fares, aufstehen, müssen los! Warte hier, ich sehe mal nach ihm. Der hat einen Kater. Oh. Ricky, was schaust du so blöd rein? Wer, ich? Es ist nichts wirklich. Muss das schummrige Licht da drin gewesen sein? Du sprichst in Rätseln. Geh mal zur Seite. Schau ich eben selber mal nach dem Rechten. Oh nein. Ich glaube, Faris ist ein Girl. Heiliger Bimbam, wirklich wunderschön. Du schlägst selbst das Herz von so alten Haudegen wie mir höher. Wovon um alles in der Welt redet ihr zwei denn da? Ich habe geschlafen wie ein Baby.
Die haben die nackt gesehen. Hey, ihr, was macht ihr denn hier? Und wischt euch mal dieses breite Grinsen aus dem Gesicht. Scheiß Freaks. Ich wäre gerne noch einen Moment alleine, also wenn ich bitten darf. Die macht den Mulan-Move. Gesieß gleich. Wie hieß Mulan als Kerl? Feng oder so. Das ist gleich Feng. Ping, stimmt, Ping war das. Ping. Dieser dumme Name, ja. Hachi Ping. Verschlossen. Tut mir leid, nichts mehr da. Diese Piraten haben aber auch einen ordentlichen Durst. Gluck. So, aber ich zieh doch jetzt nicht alleine los. Lederschuhe. Da hinten ist ein Busch, da ist bestimmt ein Item drin. Phönixfeder. Feng ist aus Tekken. Genau. Aber den meinte ich nicht. Potion. Die Kreatur im Kanal scheint es ausschließlich auf Frauen abgesehen zu haben. Oh. Ich denke mal, ich gehe einfach raus und dann ist... Okay. Captain, warten Sie doch! Tut mir leid, Männer. Ich muss euch alten Transoßen zurücklassen. Captain, aber warum? Sie wissen doch, wir folgen Ihnen überall hin, bis ans Ende der Welt, wenn es sein muss. Ich weiß und ich bin euch dankbar dafür, aber diesmal geht es nicht. Captain! Mein sechster Piratensinn sagt mir, dass das eine lange Reise wird. Ich möchte, dass ihr unseren Schlupfwinkel gut bewacht, während ich weg bin. Dass uns ja niemand unsere schöne Beute klaut. Aber Captain, ich bitte euch. Aye, aye, Sir. Immer eine ordentliche Brise Wind im Rücken, Captain. Gute Reise. Diese Transoßen. Haust du links? Stimmt, ich bin gar nicht in alle Häuser reingelaufen, ne? True. Hier ist noch ein Haus. Grünschnabel-Club. Ist einfach ein Tutorial, oder was? Oh. Geld. Ether. Okay, Infos. Okay, fliehen, ja. Okay. Eine Falle, lol. Einfach eine Falle hier versteckt. Eine Tutorial-Falle. Ist das eine Treppe? Nee, ne? Okay. Ja, okay, hier wird alles nochmal erklärt, wie das Spiel funktioniert. Okay. Buh, 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 buh. Okay, let's go. Wir wollen nach Wales. I guess durch den Kanal durch, ne? Ja. Lena, was ist mit dir? Der Windkristall ist zerstört. Bisher ist der Wind lediglich schwächer geworden, aber bald wird er komplett aufhören zu wehen. Und in ein paar Jahren werden die Lüfte stillstehen und es werden keine Vögel mehr am Himmel zu sehen sein. Vater hat gesagt, wir müssen die drei verbleibenden Kristalle beschützen. Drei Kristalle? Ja. Die Kristalle des Feuers, des Wassers und der Erde. Falls die auch zerstört werden,
Was wäre dann? Zunächst einmal würde nichts passieren, aber nicht lange. Und das Land würde verderben, die Meere verschmutzen und die Flüsse versiegen. Das Feuer verlöre seine Hitze und die Welt verkäme zu einem dunklen und kalten Ort. Einfach Dark Souls. Sie würde unbewohnbar werden. Und dann bricht die Zeit der Dunkelheit an. Wir müssen die Kristalle beschützen. Hat das auch irgendwelche Erinnerungen zurückgebracht? Das nicht, macht aber nichts. Ich fühle mich trotzdem dazu berufen. Gut gesprochen, alter Mann. Ich schließe mich an, ganz klar. Lenas Vater müssen wir schließlich auch noch finden. König Tycoon? Aber der hat doch sich doch quasi in Luft aufgelöst. Er ist noch am Leben, ich kann es fühlen. Und ihr dürft die Hoffnung auch nicht aufgeben. Ricky, wirst du mit uns kommen? Eigentlich wollte ich ja nur die Welt bereisen. Ja, wir bereisen ja doch durch die Welt. Mann, Ricky. Aber jetzt, wo ich alle hier so sehe... Ricky will nur nach Hause ins Bett. Die Kristallsplitter. Uns wurde eine besondere Kraft zuteil, um die Welt vor diesem Unheil zu bewahren. Die Kraft des Windkristalls. Also gut, ich bin dabei. Wir haben ein paar Kristalle zu beschützen. Jo, okay, Galuf. Ganz genau, worauf warten wir noch? Freak. So, der Kanal ist ja hier, ne? Ja, Torner-Kanal, so. Speicher mal, bevor jetzt hier ein super böser Bossgegner kommt, der super gefährlich ist. Hier soll ja irgendein Monster das Ding beschützen. Verteidigen. Festgesetzt sein. Okay. Ricky, wo zum Geier hast du denn den Schlüssel her? Spielt das eine Rolle? Lass uns weiter. Richtiger mysteriöser Junge. Mysteriöser Junge. Er macht einen auf geheimnisvoll, damit Lena ihn interessanter findet. Der Rizzler. Ja, ist cool. Er ist ja auch jetzt ein Dieb. Und Diebe sind immer cool und edgy. Apropos Dieb, stehlen. Hier, sondieren. Was ist fucking sondieren? Er hat doppelt Weißmagie. Ach so, weil ich ihm jetzt zweimal Weißmagie gegeben habe. Ach ja, sondieren war Analyse, genau. Schon. Sauger, ja. Man sieht ihren Gehirne. Hey, Purple Turtle. Leviathan, Leviathan. Hey, was ist das? Oh nein, das Monster. Die Musik, ey. Donnernde Taifune, das Ruder reagiert nicht. Du lässt dir besser schnell was einfallen. Wir werden nämlich in den Strudel gezogen. Wir brauchen eine Ladung Cola. Und dann machen wir den Boost. Junge, die Musik, ey. Und so starb Sildra. Sildra, was ist los? Obacht! Wir kriegen Gesellschaft. Coop the Burst. Yo, wer ist denn die denn, Alter? Carla Boss. Stehlen. Ja, Goblin-E 240 Damage. Schweifschraube. Die kann ich bestimmt lernen, ne? Ja, okay. Goblin-E komplett OP. Scheiße, Chat, wir brauchen alle Blau-Mage-Spells. Was geht ab, Nico?
Fares hat waffenlos gemeistert. Maschine. Hätte mit zwei Blitz auch so ausgesehen, aber ich habe keinen Blitz und Blitz kostet Mana. Goblin Heap ist kostenlos. Syldra! Ich bin mir sicher, sie ist okay. Sie ist eine Kämpferin, das weißt du doch am besten. Syldra! Weg da, lass mich, ich sagte, lass mich los, Syldra! Fares will reinjumpen. RIP Syldra. Unser Lapras ist weg. Jetzt müssen wir schwimmen. Wie geht es Fares? Bescheiden. Es wäre wohl das Beste, wenn wir ihn ein Weilchen in Ruhe ließen. Das Schiff wird von der Strömung getrieben. Das kleine Ding hat jetzt Syldra gekillt. Der Taifun, der die Strömung, der Strudel, der hat ihn weggesaugt. Lässt ein Grübel, wo wir landen werden. Fares, Syldra ist bestimmt noch am Leben, irgendwo da draußen. Wir treiben jetzt vor uns her. Kein Wind. Keine Syldra. Credits. Bad Ending. Scheiße. Wo sind wir? Was ist das hier? Der Schiffsfriedhof. Endstation für ausrangierte und havarierte Schiffe. Und ein regelrechtes Nest von Untoten. Brrr, Grund genug, hier schnell wieder abzuhauen. Vielleicht hat Syldra jetzt denselben Arc noch vor sich wie Rydia. Ja, die kommt zurück als Leviathan. Okay. Hier sind schon direkt Gegner. Auf dem Schiff. Der Dingens, der Galuf, wenn er irgendwie castet, steht er da so irgendwie. Macht den hier irgendwie so. treten? Stehlen? Jetzt steht er doch nicht mehr so. Gerade stand er so komisch. Boah, dass man so weit scrollen muss für Goblin Heap. So, jetzt habe ich ein paar Stufen gestuft. Ne? Jetzt können wir ja mal Status schauen. Was hat der am höchsten? Denk mal, Agilität wird Dieb am meisten leveln. Sie hat am meisten Magie. Er hat am meisten auch Magie. Sie hat am meisten Konsti und Stärke. Die ist ja komplett OP. 52 Konsti und 53 Stärke. What the fuck? Der ist ja komplett broken. Ich habe mittlerweile neue Fähigkeiten gelernt. So schnell? Okay, gut, ich habe auch einen Boost an, ne? Wir haben jetzt noch hier Fliehen.
Sprint noch schneller laufen. Okay. Da, jetzt hat sie Lernen da am Start. Ermöglicht es sich, spezielle Fähigkeiten von Monstern anzueignen. Jetzt können wir theoretisch bei ihr die Klasse ändern und sie würde trotzdem Sachen lernen. Das heißt, theoretisch können wir jetzt ihr den Beruf des Schwarzmagiers geben? Und hier dann Lernen machen? Und jetzt kann sie ganz normal Schwarzmagie machen, aber lernt noch währenddessen Blaumagie. Der hat nichts Neues. Waffenlos. Verleiht beim waffenlosen Kampf die Attacke eines Mönchen. Okay, und Kraft haben wir hier. Sammelt Kraft für einen Angriff mit doppelten Attackewerten. Alter, geil, ey. Geil. Ich glaube, Gänge finden und laufen sind Standardfähigkeiten vom Dieb. Bei den Gängen bin ich mir aber nicht sicher. Okay. Ja, wenn ich einen Gang finde, dann probiere ich es mal auszumachen. Dreschflegel. Für wen ist das? Wer kann Flegel benutzen? Er kann Dreschflegel benutzen. Horbach, 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 Horbach. So, jetzt kann ich hier Feuer ballern. Boom. Strong. Okay, ich bin stuck. Ich weiß nicht wohin. Hat der Garduf gerade als Weißmagier mit seinen bloßen Fäusten 40 Damage gemacht? Junge, was? Wo geht's denn hier weiter? Hä? Ja, mit den Steinen bin ich nach unten zu der Kiste gegangen. Oder kann ich mittendrin noch stehen bleiben? Bei den Steinen. Und jetzt hier nach rechts abbiegen. Nee, geht nicht. Er macht es automatisch. Hä? Zug fällt Kämpfe aus. Ach, man kann hier lang. Wow. Man kann hier lang. Okay, wenn man so schnell läuft, ist das ein bisschen... Warte. Ich mach mal kurz. Standardtempo wieder gehen. Ja, okay. Ich dachte, er rennt jetzt so schnell, weil er ein Dieb ist oder so. Hier. Renn. Alter, im Bett schlafen. Voll heilen. Ich habe wieder alles verschüttet. Tempo kann man mit L3 verstellen? Ah, okay. Ja, ich kann auch einfach Kreis halten. Zelt erhalten. Das war ein Tisch mit einer Karte, oder? War das nicht ein Bett? Das ist ein Tisch mit einer Karte, du hast recht. Huri! Der Kalkrudel, bei dem kann man bestimmt was lernen. Single Target Damage.
Okay, bring mir was bei, Kalkruttel. Okay, er kann nichts. Aber du kriegst auch nicht irgendwie eine Meldung oder so, oder? Wenn man was gelernt hat? Müssen wir unbedingt hier durch? Wir werden doch nass bis auf die Haut. So ein bisschen Wasser hat mich noch nie geschadet. Nun geh schon. Nach dem Kampf steht's, okay. Sind wir jetzt unter Wasser? Wir sind am Tauchen. Junge, Fares. Mönche sind nur so fucking OP, ne? Im Early Game, das ist insane. Chakra gemeistert. Ein Self-Heal. Chuck Rosie. Yo, 990 Skill. Yo, wer ist der denn? Untoter Golem. Und nein, ich würde Kalkruttel nicht smashen, weil ich nicht mal sicher bin, was das darstellt. Können wir Duel wählen? Nee. Würde trotzdem rein. Hauptsache ficken, wa? Lena ist T-O-T. Wieso legt sie sich auf den Boden, die dumme Sau? Erstmal schlafen hier. Hätte sich lieber mal auf den Tisch gelegt. Oh, guck mal, Phönixfeder gefunden. Perfekt. Und hey, Sun, was geht ab? Der untote Golem hat bestimmt was zum Klauen. Hat er nicht. Okay, Feuer ist bei Kalkuttel so gar nicht funktionierbar. Funktionierbar. Junge, wieso rede ich heute wieder so komisch, ey? Irgendwie bin ich heute Matsch in meinem Gehirn. So kann die auch nicht lernen. Doch im Schlaf. Sie lernt das im Schlaf. Wir wissen, was du meinst. Ja, aber ich fühle mich trotzdem wie so ein Trottel. Bist du ja auch, ey. Ricky hat Stehlen gemeistert. Mein Handy vibriert. Mein Handy vibriert sonst nie. Elixier einfach so? Okay. Ich bin auch nicht euer Trottel. Weil ich kein Trottel bin, sucht euch einen anderen Trottel.
Schon 100 Gegner getötet. So schnell geht's. Das Betten. Ich bin pitschnass. Hui, das ist ein Fisch in meiner Hose. Okay. Dieser Raum sieht mir sicher aus. Lasst uns Rast machen. Oh nee, Kageyama. Ich werde mal zusehen, dass ich meine Sachen wieder trocken kriege. Und wehe, ihr guckt. Was macht jetzt Faris? So, wir sollten auch unsere Sachen trocknen. Die zwei Ficker, ne, die wissen das doch. Ach, ich brauch das nicht. Schon okay so. Nein. Bist du des Wahnsinns, Junge? In den nassen Sachen holst du dir schneller den Tod, als du... Ey, die wissen das! Und wollen, dass Faris sich vor denen jetzt auszieht. Hey, was macht ihr da? Geht weg von mir, nicht anfassen! Was soll denn der ganze Wirbel? Uwe, Lena, er... Heide Witzker, er ist eine Sie! Na und? Dann bin ich eben eine Sie. Irgendein Problem damit? Natürlich nicht, aber warum hast du das die ganze Zeit versteckt? Als ich noch klein war, hat mich diese Piratenbande bei sich aufgenommen. Seitdem bin ich einer von ihnen. Ja und? Na, wärst du gerne das einzige Mädchen an Bord eines Schiffes mit lauter Piraten? Definitiv nicht. Holy shit, auf gar keinen Fall. Ha, ich dachte mir von Anfang an, dass du zu hübsch dafür bist, ein Mann zu sein. Puh, okay. Na schön, jetzt ist es raus. Aber wer sich einmal darüber lustig macht, dass ich eine Frau bin, der kriegt was auf die Nase. Ja, Nase. Oh. Ist recht. Und wie das recht ist. Also, ich hau mich jetzt aufs Ohr und ihr macht besser dasselbe. Ich weiß nicht, ob Faris gay ist. I guess Faris ist einfach nur eine Frau, die sich immer als Mann verkleidet hat, um besser so durchs Piratenleben durchzukommen. Ah, ich habe geschlafen wie ein Stein. Aufgewacht, ihr Schnarchnasen. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Hey, alter Mann, genug der Rumtrödelei. Kriegen Sie mal Ihre morschen Knochen sortiert und los geht's. Die Fassade hat sie abgelegt, aber nichts von ihrem unvergleichlichen Charme, wie es scheint. Zwinker. Sie bleibt halt sich treu. Das ist nichts gegen einzuwenden, oder? Ganz genau so ist es. Dann haben wir das ja geklärt, ne? Ich dachte, das wird jetzt durch das ganze Spiel so durchgezogen. Obwohl es eigentlich schon direkt klar war. Dann haben wir das ja geklärt. Okay, hier ist nochmal ein Zelt, aber wir haben ja gerade geschlafen. Galuhalber Frank, ja, Mann. Bosskampf? Stein. Dahin ist aber doch gar nichts, oder? Oder bin ich dumm? Das ist doch keine Tür, oder? Nee, das ist doch gar nichts. Ohne sich zu trocknen. Ja, du musst dir das vorstellen, dass sie sich getrocknet hat. Das ist keine Tür. Okay, ich kann hier einfach rüber für... Gar nix. Okay. Ja, wahrscheinlich soll es verwirren. Eine Falle. Damit du länger unterwegs bist und länger kämpfst. Mehr kämpfst. Hat sie jetzt den anderen Sprite? Ansonsten hat ihr Mönch-Outfit vorher Brüste gehabt. Wo siehst du da irgendwelche Brüste? Das ist halt ein ganz normales Outfit.
Bruder, was? Karte! Da ist die Karte. Ohne Tisch. Jo, wer ist der denn? Kopfzüngler? Da ist eine Zunge, die geht aus deinem Mund raus, durch einen anderen Kopf und da kommt sie auch aus dem Mund raus. Wobei, das ist wahrscheinlich seine Haut, die abgezogen ist, ne? Kopfzüngler, Smash oder Pass? Smash rein da. Bisschen züngeln, immer geil. Weltkarte einfach direkt, okay? Die haben alle andere Outfits, Kit. Jeder Mönch sieht anders aus. Der Mönch sieht so aus. Sie sieht so aus. Er sieht so aus. Und der so. Alle haben andere Bilder. Sprites. Antidote? Die scheiß Kopfzüngler. Simbad aus Magi. Hat er denn nicht lila Haare gehabt? Jetzt, wo du sie vergleichst, hat ihr Sprite einfach einen starken Oberkörper. Sie hat breite Schultern. Sie ist eine Maschine. So ist das halt Seemannsleben, ne? Fetten Oberkörper also. Aber ja, du kannst dir auch gerne Brüste darunter vorstellen. Werde dich jetzt nicht dafür judgen. Hier ist doch etwas faul, wenn ich nur wüsste, was es ist. Ricky, komm zu mir. Mutter? Komm zu mir, meine Kleine. Vater! Lena, Mann, meint ihr, Chat, die sind miteinander verwandt? Meint ihr, das ist ihre verlorene Schwester? Was denkt ihr? Großvater, hier drüben. Nee? Vielleicht ist es auch nur eine dumme Theorie von mir. Wer ist das? Ich kann mich nicht erinnern. Oder er ist der Einzige, der auf die Falle nicht reinfällt, weil er Amnesie hat. Oh, hot. Gib deine Seele auf, werde einer von uns. Weiche Dämon, wer oder was bist du? Oh, ich hätte nicht gedacht, dass jemand von euch meiner Magie widersteht. Sei gegrüßt, ich bin Sirene. Ich bedauere aber, die Seelen deiner Gefährten gehören jetzt mir.
Und da ich gut gelaunt bin, könnte ich mich dazu hinreißen lassen, dich zu verschonen. Falls du brav bist und dich zurückziehst. Denkst du tatsächlich, ich lasse die drei im Stich? Falsch gedacht, Fräulein. Ich bin ein Weißmagier und werde dich zu Tode heilen. So. Warum würdest du dein Leben für diese Leute riskieren wollen? Weil sie meine Freunde sind. Fallt nicht auf ihre Illusionen herein. Öffnet eure Augen, verdammt. Oh, kurz geslappt. Und geslappt. Und geslappt. Ricky wieder aus der Hypnose gerissen. Lena kommt wieder zu Sinnen. Fares erwacht aus ihrer Trance. Galuf. Oh, sie greift an. Oh, das war ein Ricky. Ja, so klingt Ricky. Eyo! Hat die nur ein Bein? Stehlen. Nicht Stehlbares. Er hat sie stumm gemacht. Sie hat sie stumm gemacht. Okay, da gibt's nichts zu stehlen, glaube ich. Schlaf? Okay, gelöscht. Ich hab nix, um stumm wegzumachen. Naja, dann kloppt er halt drauf. Sie verwandelt sich. Zweite Phase. Oder sie ist jetzt resistenter gegen physische Angriffe. Und ich habe keinen Magier. Also mein einziger Magier ist gerade stumm. Ja, Game Over, Chat. Ja, die wechselt wohl die Phase und macht dann physisch mehr Damage und hält auch physisch mehr aus. Aber ist dann wahrscheinlich schwach gegen Magie. Galuf, Sie haben uns gerettet. Wir verdanken Ihnen unser Leben. Ach was, lassen wir die Gefühlsdüseleien. Sie werden ja ganz rot. Ich tue nichts dergleichen. Diese fucking Gesichtsanimation. Haben wir hier eine City in der Nähe? Oder muss ich Items verbrauchen? Da ist die City. Ah, da stand sogar, dass Sirene zu einem Untoten wurde. Oh, habe ich nicht gesehen. Ich Junge. Schlafi! Was haben wir hier? Clown, Clown, alles Clown. Alles Clown. Alles Clown. Achtung, Abzocke. Ich bin nur gekommen, um die Waschmaschine zu reparieren.
So, was gibt's hier so Schönes? Erstmal die Shops abklappern, ne? Was? Ihr kommt vom Schiffsfriedhof? Ihr seid doch keine Geister, oder? Alles Trash? Juhu! Junge, der Song. Kupferharnisch. Und eine Robe. Vor 50 Jahren starben die meisten der Winddrachen im Krieg. Der Tycoon ist der letzte seiner Art. Huch! Ich glaube, der ist jetzt auch tot. Upsi! Prothese, nice. Stimmt, der OG-Song mal reinhören. Einfach Harvest Moon. So, wo ist der Alkohol? Klavier. Ja, 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 okay. Ja. Oh, habt ihr da etwa eine Weltkarte benutzt? Sie als Item, um einen Blick auf die Karte zu werten? Ist, denke ich mal, das Gleiche, ne? Nee, man sieht jetzt hier überall graue Punkte. Wenn ich die so mache, dann sieht man das nicht. Nee. Okay, cool. Ich hab wo flüstern gehört, dass da Drachengras auf dem Nordberg wächst. Umringt vom giftigen Gewächs. So, warte, jetzt versuche ich mal Fähigkeit, bei ihm Gänge finden auszumachen. Und Sprint reinzumachen. Er sieht trotzdem den Gang. Das ist dann quasi für andere Klassen, wenn wir bei ihm was wechseln. Dass wir trotzdem die Gänge sehen. Ja, Sprint brauchen wir auch nicht. Aber ich brauche gar nichts davon, ne? Wir können fliehen machen. I guess, zur Sicherheit. Habe ich irgendwas Neues gelernt? Nö. Immer noch nur Goblin-Hieb. Klingenmagie. Ich weiß nicht, ob der Krieger Klingenmagie benutzen kann. Es gab auf jeden Fall einen Mystic Knight, der konnte das machen. Ja, das kann hier weg. Ja, wir müssen vielleicht ihm was beibringen. Warte, ich gebe ihm mal Weißmagie. So, Chat. Und dann wechseln wir bei ihm mal den Beruf. Wechseln bei ihm den Beruf zum Ritter. Dann kann er immer noch Weißmagie machen. Oh. Und wir können ein bisschen was anderes bei ihm leveln. Und später wechseln wir wieder auf Weißmagie. Oder so. Nice. Gejoinkt. Schon gehört, okay. Ich ist gar nichts. Ich dachte, ich kann auch noch was joinken. Sprint ist auch aktiv. Rennen ohne Sprint ist nicht so schnell. Okay. Okeli, okeli, dokeli.
So, und sowas wie Sprint und Gänge sehen, wird dann der Allrounder auch theoretisch automatisch haben, ne? Wenn ich wechseln würde. Weil der das schon jetzt hier gelernt hat. Schon gewusst, Eidechsen und andere Tiere, die Winterschlaf halten, vertragen Kälte nicht gut. Hinweis für den Bosskampf-Chat. Der Wind bläst zu schwach, die Schiffe bleiben also alle schön in den Häfen. Die kleinen Schiffe fahren, könnt ihr nicht nach Wales gelangen. Okay. Ist nur ein Rando-Fakt, ach so. Wann ist denn ein Dieb gemeistert, auf welcher Stufe? Diese Stadt hat einst den besten und geschäftigsten Hafen der ganzen Welt. Tut mir leid, keine Schiffe nach Wales, der Wind ist zu schwach, das ist nichts mit Segeln. Ja, irgendein Haudegen wird schon mit uns segeln. Oh, fuck. Irgendein Haudegen hat so eine Mannschaft an Rudern. Ruderer. 6 oder so? Ich glaube 3. Jeder Job hat unterschiedliche Max-Level. Okay. Wir kaufen mal ein paar Sachen davon. Für Notfälle. Und alles in Potions rein. So. Da oben ist irgendwie noch so ein Weg. Kann man dann irgendwie unten drunter? Oh, Frostroute! Lull. Stark. Juhu! Aber dann ist ja hier gar nichts. Oder ich muss mit jemandem bestimmt reden. Ich habe auf Flüstern gehört, dass Drachengras, ja, Nordberg. Ein Winddrache und das super seltene Drachengras. Wenn ihr da rankommt, dann werdet ihr in Gil schwimmen. Okay, wir brauchen einen Drachen-Chat. Und dafür bräuchten wir erstmal das Gras vom Berg. Das Königreich Wales liegt südlich von hier, jenseits des Meeres. Sie benutzen dort eine Maschine, um die Energie des Wasserkristalls zu verstärken. Okay. Wir müssen diese Maschine anhalten. Wie kommen wir nur nach Wales? Wales liegt jenseits des Ozeans. Mit dem Schiff geht es schnell, aber seit der Wind so schwach ist, fahren keine mehr. Ein Jammer, dass wir Sildra nicht mehr haben. Oh nein, Faris. Tut mir leid, Faris. Ricky, hast du eine Idee? Keine Schiffe, also fällt der Seeweg schon mal weg. Ja, Drache, Digga. Wenn wir nicht über Land oder über See dort hinkommen, dann fliegen! Im Menü neben dem Joblevel steht dann gemeistert, wenn es durch ist. Okay, 4 ist es auf jeden Fall nicht. Ja, ich denke mal, der Nordberg ist da oben im Norden, ne? So, jetzt ein Wild Guess. Ey, Tattoo, Alter, wer bist du denn? Gelöscht. Wo ist Sid, wenn man ihn mal braucht? Ricky hat Wachsamkeit gemeistert. Was ist Wachsamkeit? Vermeidet Angriffe von hinten, okay. Und Dr. Vlad, Dankeschön für 7 Monate. Marathon läuft gut. Macht sehr viel Spaß. Schon im 5. Teil. Einfach geil.
Hat sich gereimt, ne? Stachling, der ist ja cute. Schutz gemeistert, okay. So, da ist der Berg. Stachling sollte einen Blue haben. Ja, ich weiß nicht, ob wir auf Blue Spells gehen. Das ist ja echt ein lästiger Grind. Also er hat jetzt zweimal Lena angegriffen. Muss er das mit einem bestimmten Spell machen? Moment, Chat. Haltet euch fest. Was ist, wenn ich allen Charakteren Lernen gebe? Wäre das smart? Sie können dann halt keine andere Fähigkeit haben. Weil dann würde es ja die ganze Zeit blockiert. Aber wie ist es, wenn jetzt alle Lernen haben und alle durcheinander alle Fähigkeiten lernen und so weiter? Kann trotzdem zum Beispiel Lena die Fähigkeit benutzen, die Galuf gelernt hat? Ja, ne? Denn gelernt kann es jeder. Ja, theoretisch kann ich ja den hier machen, Chat. Pass auf. Ich muss ja nicht Lernen als Fähigkeit machen, sondern ihr sagt jetzt, der kleine Wichser hat was. Also gebe ich kurz allen den Blue Mage, hol die Fähigkeit und wechsle dann wieder zurück. Muss halt erst lernen. Nee, muss ich nicht. Wenn die alle Blue Mage sind, dann haben die das alle schon. Ist deren passive Fähigkeit. Jetzt muss halt nur der Pimmel wieder kommen, ne? Jetzt kommt er nicht. Warum haben Blue Mage Superheldenmasken auf? Ich hab keine Ahnung. Jetzt kommen keine mehr! Was für Hornbullen! Also auf meiner Liste sehe ich nicht, dass man von denen was lernen kann. Okay. Ich hatte gehofft, ich brauche keine Liste, weil ihr mir das jetzt sagt, aber jetzt haben wir auch in den Aussagen Unterschiede. Scheiße. Er schießt nichts. Er schießt keine Nadeln. Also kann er doch nichts. Okay, gehen wir weiter. Dann sagt ihr beim nächsten Mal, okay? Gibt's auf dem Windberg jemanden, bei dem ich was klauen kann? Ja, auf dem Nordberg, meine ich. Gibt's hier was zu klauen? Laut Wiki hat er Nadeln. Hm.
Er macht es halt irgendwie nicht. Vielleicht später, im weiteren Verlauf kommen nochmal dieselben Gegner. Die haben das dann vielleicht. Ich glaube, ich komme doch nicht drum herum, eine Liste nebenbei zu haben. Blue Mage, Final Fantasy 5 Pixel Remaster List. Ein Steam Guide. Okay, wir haben hier, ich habe schon Aero verpasst. Ich habe schon Vampir verpasst. Und jetzt hier North Mountain. Ich muss auf den Gegnern Ether benutzen, damit die das einsetzen können. Flash. Ach du Scheiße. Ist das wild. Okay, Headstone. Da ist eine Geira-Katze! Die gibt's in FF14 als Begleiter. Getötet. Das sind so Katzen mit Fledermausflügeln. Was ist denn da für ein Fleck da unten? Jetzt kommen diese Stoneheads nicht. Headstone, Stonehead. Wieso machst du das überhaupt? Ich spiele das Spiel, weil ich Spaß habe. Ich mag Final Fantasy. Warte, ich gebe mal Fähigkeiten. Vier Gänge finden. Meines Blue Mage Ding. Weil ich das Spiel mag und es mir Spaß macht. Ich mag Final Fantasy. Ich will nichts Completionisten. Digga, das sind Fähigkeiten. Das sind keine Bildchen. Ich habe dann coole Fähigkeiten. Ne, wir können uns keine DS-Models leider anschauen. Es kommt kein Stonehead, ne? Der hat jetzt gelernt. Da haben die jetzt alle gelernt, ne? Lernen gelernt. Das heißt, ich kann theoretisch wieder zurückwechseln. Sind die stark? Das werden wir herausfinden. So. Lernen. Du. Fähigkeit. Hatte ich schon drin. Beruf. Du warst bei mir ein Ritter. So.
super erklärt. Ja, was willst du denn jetzt wissen? Es ist eine Klasse, die Fähigkeiten lernt von Gegnern. Und ich möchte gerne diese Fähigkeiten von dieser Klasse benutzen. Also versuche ich nun, die Fähigkeiten von den Gegnern zu klauen. Damit ich sie benutzen kann. Weil ich sie haben möchte und gucken will, ob sie gut sind, ob sie stark sind. Keine Ahnung. Ich spiele halt das Spiel gerade. Ich versuche, irgendwie eine Klasse zu spielen, irgendwie ein Bild zu haben. Ich spiele halt ein Videospiel. So, keine Ahnung. Was genau erwartest du jetzt? Ich verstehe es nicht. Ich hatte einen Mönch gehabt, ne? So. Aber der Gegner kommt halt nicht, ne? Es kommt nur die Katze. Und die Schnecken. Ist das Blue Mage Exclusive, das Fähigkeiten kopieren? Da du ja in dem Spiel die gelernten Fähigkeiten auf andere Klassen übertragen kannst? Nicht, nee. Ich habe jetzt allen denen die Fähigkeit gegeben, Blue Mage Spells zu lernen. Auch wenn die jetzt keine Blue Mage sind. Da ist jemand gestorben. Ich habe es nicht gesehen. Schade. Beschützen gemeistert? Items. Ich bin noch am Anfang. Ich habe noch nichts großartig erreicht. Wir sind gerade auf der Suche, einen Weg zu finden zum zweiten Kristall. Kann auch safe beim Cocktaris was lernen, oder? Hm. Tatsächlich nicht. Daneben? Weil er fliegt, oder was? Ist aber schon wild, wie viel Freiheiten eingegeben wird mit den Klassen und Fähigkeiten. Das Ding ist ja, so wie der Chat erklärt hat, du hast ja nicht nur die Freiheit mit den Fähigkeiten, du hast ja auch die Freiheit mit den Stats. Dass wenn du zum Beispiel einen Mönch levelst, er die ganze Zeit Konsti oder so gelevelt bekommt. Wenn du einen Dieb levelst, dann kriegt er die ganze Zeit Agilität. Du kannst theoretisch auch die Stats kontrollieren. Du kannst halt also richtig deep reingehen. Was ist denn hier passiert? Ja, bei einem 100%-Run ist das vielleicht nicht so geil, aber so fürs Casual-Spielen sind sich ganz geil. Ja, kann sein, dass hier dieses... Ach, daran werde ich vergiftet. An den Pflanzen, lol. Die Pflanzen darf man nicht berühren. Okay, das ist ja neu. Das ist neu. Einfach Dragon's Dogma Leveling System. Also wenn ich bei Dragon's Dogma die ganze Zeit nur eine Klasse level, dann kriege ich immer nur ein Stat. Spiele ich es falsch? Ey, hier gibt es keine Stoneheads.
Also die scheinen wahrscheinlich ein recht seltener Encounter zu sein, ne? Ich meine, wenn ich jetzt nichts finde, dann juckt. Aber wäre schon geil, wenn wir ihn finden würden, ne? Vaters Helm! Mithril-Helme halten. Alter, geil. Jo, die wurde einfach abgeschossen. Leder wurde von einem Giftpfeil getroffen. Lena. Magisa. Oh, oh, oh. Ich war hinter dem Winddrachen her, aber wie es aussieht, habe ich etwas viel Wertvolleres in meine Fänge bekommen. Sie machen Jagd auf einen Winddrachen? Aber sicher, deren Hörner erzielen exquisite Preise auf dem Schwarzmarkt. Oho. Sieh an. Habe ich doch tatsächlich die Prinzessin von Tycoon gefangen. Du wirst ein süßes kleines Souvenir für meinen Mann abgeben. Lass die gehen, du hässliche, verwarzte Hexe, du. Wir geben. Boah. Er fliegt da mit so einem Kick einfach rüber. Paris! Hoppla, ausgerutscht. So ein Pech aber auch. Was? Komm hochgeklettert, Junge. Fahr jetzt einfach Maschine. Lena, komm zu dir. Ah, nerviges Gewürm. Ihr wollt meine Pläne durchkreuzen. Na schön, sterbt ihr am alle. Scheiße, ich hab nicht gespeichert, Leute. Yo, wer ist die denn? Die sieht gar nicht so hässlich und verwarzt aus. Stehlen? Liebling, jetzt bist du dran. Okay. Yo, Forza Horizon Zero Dawn, Digga. Ich habe jetzt natürlich halt kein Dingens dabei, ne? Okay, tot. Ich habe halt kein Weißmagie gerade dabei. Der sieht aber schon sick aus, der Forza. Forza ist fertig runtergeladen. Damagie. Es ist irgendwie ihr Lehmgolem oder so, den sie darauf beschworen hat. Ja, okay, der Damage. Okay. Ich habe gehofft, ich schaffe noch irgendwie alle am Leben. Paris hat HP 10% gelernt? Okay. Ich habe gehofft, irgendwie alle überleben, aber nee. Leider nicht geklappt. Peitsche, Kraftgebräu, okay. Also ich kann 10 HP jetzt auf andere Klassen übertragen, ne? Hallo Kegi, vor Freude habe ich heute die 20 Kilo Lieferung getragener Unterwäsche hinter meinem Wohnwagen erhalten. Fantastische Qualität, vielen Dank für den Treuerabatt. Gerne wieder. Ich hoffe, die schöne Schokospur gefällt dir. Ich habe die sehr lange getragen. Sieht aus wie eine bewachsene Statue. Ja, ich denke mal, das war so ein Lehmgolem, den sie aus der Erde so herbeigezaubert hat. Und dann kam er so aus der Erde raus, hatte natürlich so ein bisschen noch Gras und so dran. Und so. Danke, Fares. Ich geh nochmal kurz zurück. Erdig im Auftakt, nussig im Abgang. Freut mich. Hast du auch die Ananas so ein bisschen rausgerochen? Es gibt keine Stoneheads! Existieren nicht!
Was willst du eigentlich von den Lehren? Flash. Es gibt hier wohl Stoneheads in dem Dungeon, bei denen man Flash lernen kann. Hiryu! Er ist ziemlich schwer verletzt. Hiryu, keine Sorge, ich kümmere mich um dich. Sie ist vergiftet. Lena, was zum... Wohin gehst du? Sie will die Pflanze oben. Das ist dieses Dumpfgras, Moosgras, Dampfgras. Komm nicht näher, mir geht es gut. Ich muss nur an das Drachengras... Drachengras, genau, das meine ich. Sie macht alles für Hiryu. Sie ist so selbstlos. Sie setzt ihr ganzes Leben aufs Spiel. Gib Hiryu das Gras, Drachengras, beeil dich. Bitte werd wieder gesund. Der Süße. Heiliger Bimbam, bist du denn von Sinnen, junge Dame? Das war wirklich jenseits von allem. Hiryu kann heilen! Lenas Vergiftung wurde geheilt. Hiryu, danke. Na wunderbar, beide wieder auf den Beinen. Dann lass uns mal weiter. Um ehrlich zu sein, ich habe ein klein wenig Höhenangst. Versager. Was ist daran so komisch? Dein Gesicht, Junge. Nur Spaß. Na los, steig auf. Diese Gesichtsanimation, Junge. Ja, ich kann fliegen. Aber nicht über die Berge. Jetzt können wir ein bisschen, jetzt sind wir ein bisschen mobiler unterwegs. Wir können die zwei grauen Punkte östlich von uns holen. Und die ganzen Dinger im Süden können wir auch holen. Ja, okay. So, hier ist irgendein Turm. Aber auf der Map sind hier zwei Sachen. Vielleicht später erst. Chocobo einfach geghostet. Turm von Velsi. Ich denke mal, wir müssen erst nach Wales. Was glaubt ihr, wer ihr seid? Los, verschwindet hier. Okay. Und dann waren hier im Süden drei gelbe Punkte. Braune Punkte, graue Punkte hier. Da sind zwei auf einmal. Auf jeden Fall. Und ja. Der Kanal ist komischerweise wieder grau markiert hier. Bei uns jetzt komplett wieder entmarkiert, ne? Aber ja. Ja, dann lass uns mal nach Wales gehen. Mit dem Drachen einfach. Imagine, du landest jetzt in Wales mit so einem riesigen Drachen. Das ist schon impressing, oder? Impressive. Gelöscht. Map sieht aus wie Snoopy. Wo siehst du da einen Snoopy? Also ich erkenne den Hund, ja. Aber es ist ein sehr wilder Hund. Also hier, das hier so die Nase, das halt die Nase, das so die Schnauze, hier ist halt so der Mund, der so aufgeht, au, au, au. Das hier das Auge, das könnte man halt ein Ohr sehen, aber das hier, was ist das für eine Abomination?
foppen! Der ist ein Frosch im Wasser. Lang lebe der König von Wales! Er setzt die Energie des Wasserkristalls zu unserer aller Wohl ein. Der Turm von Wales liegt im Norden, von dort bekommen wir alle unsere Wasser. Der Turm wird zerstört. Es ist dem Kristall zu verdanken, dass das Wasser hier so rein und klar ist. Monster sucht man auch vergebens. Geil. Einfach geil. Gemach! Aber wir haben noch keinen Zeitmagier. Regina ist hier ein Sidespell? Okay. Beschwörer Chat. Silphe Lemora Chocobo. Führt Klette aus, bewirkt Lähmung bei Gegnern. Führt Windgeflüster aus, entzieht dir meinem Gegner LP, damit alle Gefährten zu heilen. Oh, Chocobo tritt, okay. Also kriegen wir beim nächsten Kristall, wie es aussieht, wer ist der denn? Auf jeden Fall ein Zeitmagier und einen Beschwörer. Das ist Garula. Sie lebt in dem Wald in der Nähe des Turms. Sie ist recht schüchtern, ärgere sie also nicht. Garula Breaker! Eisenschild, Eisenhelm, Eisenrüstung, Karate-Anzug. Ich habe einen Karate-Anzug zu viel gekauft. Juckt. Kampfaxt, Langschwert und Dolch haben wir schon, okay. So. Ich denke, weil jetzt zum Beispiel der jetzt nicht dual-wielden kann und der jetzt auch nicht dual-wielden kann, gibt es, denke ich mal, später eine Klasse, bei der man dual-wield lernen kann, ne? Irgendwie so ein Ninja oder sowas. Quack, quack. Und dann kann man das auf andere Klassen übertragen. Das klare Wasser hier beschützt die Stadt vor Monstern. Quack, quack. Ist es nicht schön, ein Frosch zu sein? Oh. Das ist ja ein Fake. Das ist ein fucking Furry oder so. Der sich verkleidet hat. Imagine, du hast irgendwie die... Du kannst zaubern und kannst dich in irgendein Tier verwandeln und du verwandelst dich in einen Frosch. Opfer. Ich geh nochmal schlafen. Da war kein Pub. Oder bin ich blind? Ich war doch überall drin. Was ist das gegen Frösche? Ja, nichts, aber... Es gibt so viele andere Tiere. Wieso denn genau Frosch? Hier ist kein Pub. Nee, kein Pub. Ich dachte, ich hab's übersehen. Schloss Walsi! Willkommen in Schloss Walsi! Ganzen Tag lang auf einem Stein chillen ist doch Banger. Ja, du kannst auch als Mensch auf einem fucking Stein chillen. Dafür muss jetzt kein Frosch sein. Das ist es halt. Mit dem Schutz durch das Wasser ist Wales unbezwingbar. Springen kann, gibt's halt auch 1000 Tiere, die höher springen können als ein Frosch. Und unter Wasser schwimmen gibt es auch viele andere Lebewesen, die besser und geiler schwimmen können. Die Legende besagt, dass die Eisgöttin Shiva irgendwo im Schlopf versiegelt ist. Oha, wir müssen Shiva finden. Fliegen essen. Ja, ich weiß nicht. Also wenn das deine wichtigste Eigenschaft deines Frosches ist. Okay. Viel Spaß, I guess. Gibt's Gegner? Garki Masera.
Gehalt, lol. Es ist tot! Ich muss hier fliehen! Ich glaube, ich weiß, wo Shiva versteckt ist, Leute. Ich glaube, ich habe Shiva gefunden. Wir holen sie später. Ui. Als ob da kein Dungeon ist. Kein Secret ist. Nein! Shiva ist bestimmt in der Küche. Wahrscheinlich schon, ja. Sonst ist hier gar nichts. Gar nichts. Wieso sollte man hier rausgehen, wenn hier nichts ist? Dafür musste man einen Knopf drücken und dann rausgehen? Dann ist einfach nichts. Alter, ist ein Furry gefangen. Ich bin der berüchtigte Taschendieb, einsamer Wolf, Rächer der Verdammten. Holt sie mich jetzt hier raus, ne? Das werde ich mir merken. Hey, ihr helft mir, Leute. Wie wär's, wenn ihr die Tür öffnet, ne? Selbst ein gütiger König bestraft Untaten, seufzt. Als ob ich den Dieb befreien werde, der wird mich direkt beklauen. Da ist mein Wasserfall-Secret. Wasserturm. Wasserturm. Ist das schon ein Dungeon hier? Das ist schon ein Dungeon. 11 Kröte. Aber es sind nur 3 Kröten. Kurz mal abchecken. Das nächste ist es im Wells Tower. Im Wells Tower gibt es 2 Gegner, bei denen kann man was klauen. Warte, ich gehe hier noch nicht hin. Von der Elfkröte kannst du was lernen? Du lügst schon wieder. Wells Tower, Forest Fire, Monster, Kami Castle, Desert, Lyra. Hier steht nichts von Water Tower. Ah, hier, Elftod. Die gibt's aber auch im Wells Tower. Okay. Die müssen alleine sein. Hat überlebt? Nein, nicht den. Ah, er kontert. Oh, und jetzt tötet er den. Ah! Ich hasse den Mönchen. Und True Ginger, Dankeschön für 3 Monate. Ich hasse, dass der Mönch so stark ist. Yo, Eissoldat. Erstmal Feuer auf den Eissoldaten. Okay, jetzt mach. Krötengesang. Verfehlt. Muss er treffen, damit das funktioniert? Krötengesang. Okay. Ich denke mal, das reicht. Ist jetzt nicht so ein interessanter Spell, aber okay. Krötengesang gelernt, ja. Ist jetzt nicht so ein interessanter Spell, I guess. Aber nehmen wir mit, ne? Nehmen wir mit. So. Scheiße, ich bin runtergerutscht. Jetzt weiß ich, wieso man hier rein kann. Wenn du runterrutschst. So, der knascht. Hier geht's wieder nach oben. Ja, jetzt können wir alle zu Fröschen verwandeln.
Prinzessin Lena, welche freudige Überraschung! König Wales, gut seht ihr aus. Hat er grüne Haare? Ich komme mit einer Bitte zu euch. Ordnet an, dass man den Kristallverstärker abschaltet. Er wird es nicht glauben, oder? Er wird nicht glauben, weil dem geht's, glaube ich, dem Königreich geht's hier so gut. Die werden wahrscheinlich das gar nicht ernst nehmen. Oh, ihr beliebt zu scherzen, das könnte ich niemals tun. Es ist die Kraft des Kristalls, die meinem Volk seinen Wohlstand beschert. König Wales, wenn die Energiezufuhr nicht ausgesetzt wird, wird der Kristall zerbersten. Ha? Ich habe natürlich von dem Vorfall mit dem Windkristall gehört. Aber juckt! Allerdings, es deutet nichts darauf hin, dass es mit unserem Wasserkristall Ähnliches passieren würde. Ich bin mir darüber hinaus sicher, dass mein Volk gegen eine Abschaltung der Energieverstärkung wäre. Wir haben keine Zeit, das groß und breit auszudiskutieren. Explodiert jetzt! Upsi! Heiliges Kanonenrohr, was war das? Noch ein Meteorit. Auf den Turm. Auf den Turm. In die Nähe des Turms. Neben dem Turm. Eine Katastrophe! Ein Meteorit ist in der Nähe des Turms von Wales eingeschlagen! Was? Wir haben keine Zeit zu verlieren. Trommle die Wachen zusammen. Zum Turm sofort! Jawohl, Eure Hoheit! Verzeiht die Unterbrechung. Ich denke, ihr seid euch des Ernstes der Lage gewahr. Wir führen unser Gespräch ein andermal fort. Rückt aus! Die Musik, Junge, was geht hier ab, Alter? So, können wir den König beklauen? Als ob da kein Geld versteckt hat irgendwo. Und nicht unterm Kissen, nirgendwo kein Geld versteckt? Boah, ich glaube, ich pisse einfach in sein Bett rein oder so. Das ist ein scheiß König. Einfach pleite, die Sau. Kann er wieder raus? Ich würde kurz einmal schlafen gehen. Ist der Wasserturm-Chat Side-Content? Oder was ist der Wasserturm? Oder ist der Shiva drin? Ja, im Schloss gibt es ja den Wasserturm. Ja, big Ding. Eine Schiebe, nur anderes Loot, okay. Also optional, das wollte ich wissen. Gut, dann gehen wir in den Wales Tower rein, I guess. Im Wales Tower gibt es ein Blue Mage Spell, den wir uns holen können, Chat. Das ist von den Jaka-Napes. Okay, man kann den wohl nicht bekommen hier, obwohl man ihn hier bekommen kann. Keine Ahnung. Und ich sollte später warten, den zu holen. Garula kam plötzlich in den Turm gestürmt und ist amok gelaufen. Wir hatten nicht den Hauch einer Chance. Sie hat uns kalt erwischt. Garula hat bisher noch nie versucht, jemanden anzugreifen. Garula war dieses komische Haustier von der einen. Er hatte gerade zum ersten Mal Cookie-Eis gegessen und das ist eine Offenbarung. Was ist Cookie. Eine Rewe-Eigenmarke. Also einfach wie jedes andere Kuchenteig-Eis. Nur von der Rewe-Marke. Aber das gibt's ja schon länger von anderen Marken auch. Cookie, duh. Ach, das heißt sogar so von Ben & Jerry's Cookie. Duh.
Imagine Reis, den Ben & Jerry's sich leisten können. Deshalb einfach bei Lidl von Vemondo kaufen. Ist immer günstiger und geiler. Karamell, Karamell Sutra und Blowjob mochte ich eine Weile. Okay. Ob das Vemondo-Eis vegan ist, das weiß ich nicht. I don't know. Illusionist. Eure Armut macht mich krank. Okay, sorry. Das ist ein Zeitmagier. Der Illusionist. Er droppt sowas und ist kein Tier 3. Das, was Ricky sagt. Lindwurm und Seelenloser. Junge, wilde Monster. Da liegt jemand. Ach, das ist der König von eben. Der hat eine pinke Glatze. Garula ist oben, bitte rettet den Kristall. Kommt jetzt schon der Boss? Kann ich auf die andere Seite? Irgendwie nicht. Noch nicht. Ja, let's go. Ein Zelt aufschlagen. Der Kristall fliegt gerade in die Luft. Der König liegt im Sterben. Erstmal ein Zelt aufschlagen, Digga. Moment, ich habe die Kiste gar nicht geöffnet, ich Trottel. Vielleicht sollte ich erst die Kiste öffnen, oder? Sei froh, dass ich vom Prime-Sub weg bin. Hast Amazon gekündigt? Hast keine Serie mehr zum Schauen? Bananenjoyer, danke schön für 8 Monate. Jungfernkuss, okay. Wir werden hier in Frösche verwandelt. Das ist ein sehr enger Dungeon. Okay, ist auch ein Turm, ne? So wie so ein Leuchtturm. Oh ne, meldest du, was geht ab? Ja, der normale Sub ist mehr wert für den Streamer als der Prime Sub, ja. Das stimmt. Ich kann hier hochklettern. Bin also wertloser, du bist wertvoll. Silberreif. Chat. Also an die Prime-Subber. Prime-Subscriber. Würdet ihr auf einen normalen Sub wechseln, wenn Prime es nicht mehr gibt? Ich kann hier hoch. Der ist ja schon Garula. Ich würde Weltregierung stürzen. Ja, das ist klar. Hab Rigis Aussage so verstanden, dass es andersrum ist. Nee.
Weil das ist ja so, der Prime-Sub steht ja so immer mehr und mehr auf der Kippe, dass der wegfällt. Und Leute haben dann Angst, dass die halt ohne Prime-Sub dann auf die Straße müssen. Also Streamer. Subbe immer nur dann, wenn ich mich random daran erinnere, dass ich Prime hab. Stark. Also ich mach da jetzt mir so nicht so eine Panik, so, keine Ahnung. Also, da werden wahrscheinlich schon einige Subs wegfallen, so klar. Aber ich mach mir jetzt also nicht so eine Panik. Keine Ahnung. Kann sein, dass es dann am Ende wirklich richtig schlimm ist. Ja. Richtig schlimm ist, kann natürlich sein, weiß ich nicht, aber keine Ahnung. Ich mache mir jetzt nicht deswegen eine Panik. Wenn es halt wegfällt, dann fällt es halt weg. Ich kann eh nichts dagegen machen, ne? Juckt. Juckt! Wer ist denn der Rote, Alter? Ritter, sie kontrollieren dich, nicht wahr? Nun, ich werde nicht zulassen, dass du den Kristall zerstörst. Oh, sie greift an. Okay. Garula! Die gibt's auch bei Final Fantasy 14, ne? So. Ich habe keine Weißmagie mitgenommen, ne? Thaddäus-Nase. Wir müssen wieder ohne Weißmagie kämpfen. Und ohne Kraft. Kann sein, dass ich jetzt sterben werde. Machen wir den Kampf nochmal, aber in geil. Ich meine, ich habe Potions, ne? Aber ja. Die heilen halt nur 50. Und doch nur einen einzigen. Ja, okay, er greift zweimal an. Okay, er greift für immer an. Er hört nicht auf anzugreifen. Ja, scheißegal. Lass neu starten. Wenn der jetzt noch stirbt, ne? Wieso verliert Ricky die ganze Zeit eigentlich Leben? Er stirbt noch! Die Subs werden wieder 1 Euro teurer. Also wieder 4,99. Seku mit Weinen. Jetzt, wo ich vor kurzem einfach durchgespielt habe, ist mein Ranking der ersten 6, 6, 5, 3, 4, 2, 1. Eins so weit unten? Krass. Seht. Tier 2 und 3 auch? Boah, weiß ich gar nicht. Vier neue Jobs. Zeitmagier, Beschwörer und dann brauchen wir noch 2 Milis. Vielleicht sowas wie ein Bogenschütze oder so. Oh ne, okay, doch mehr Kristalle. Wir sind zu spät gekommen. Ungehör. Ungehör, Lord Garluf. Ihr wisst, wer ich bin? Lord Garluf, ich konnte ihn nicht beschützen. Vergebt mir. Er ist ein Lord. Hey, hier wird nicht gestorben. Bitte sag mir, wer ich bin. Den Feuerkristall beschützen. Okay, Lord Garluf kommt aus dem Land des Feuerkristalls.
Ja, es sieht so aus, als wären bisher nur Ricky nur normal. Und die anderen sind alle adlig. Die Kristallsplitter leuchten auf einmal auf. Leihen auch sie uns wieder Kräfte? Geist eines Kriegers? Berserker! Zeitmagier? Paladin? 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 Beschwörer? Rotmagier? Und den letzten kann ich nicht holen? Was geschieht? Der Turm, er versinkt! Aber da ist noch einer! Oh, das ist bestimmt ein Zwiebelritter. Ich komme da gar nicht hin, Leute. Als ob man den nicht haben kann. Wir lassen jetzt einfach eine Klasse liegen? Einen Job? Ja, okay, du kannst sterben, aber sag, wer ich bin. Wah! Sie ist wieder da! Sildra! Ja, in sein Maul! Sildra, du lebst! Sildra, schnabuliert. Sildra, du hast deine letzten Kraftreserven eingesetzt, um uns zu retten. Was soll das heißen, Sildra? Du darfst nicht sterben. Ich lasse es nicht. Wie? Sie stirbt jetzt. Wieso stirbt es, Sildra? Danke, Sildra. Das Wasser sieht voll geil aus. Es gibt ja nur eine optionale Klasse, oder? Das ist doch der Zwiebelritter. Oder gibt es mehr als eine? Tja. Und dann die Musik. Sildra ist tot! Wuhu! Ach, der Meme war das, nicht der Zwiebelritter? Der Mime. Und den hätte ich jetzt schon haben können? Oder ist er für später gedacht? In den ganzen FFF-Teil sterben so viele Leute, aber bei einem Seeungeheuer heulen alle. Hä, wir haben auch bei allen Tieren geheult. Ja, ich denke mal, wir gehen nach Wales kurz, ne? Wo ist der King? Wir können gleich auf jeden Fall noch zum Wasserturm. Aber bevor wir zum Wasserturm gehen, muss ich erstmal Wasser lassen gehen. Ich bin gleich wieder da. Wir haben nicht mehr so viel Zeit. Schaffe ich in 20 Minuten den Wasserturm zu machen?
bestimmt, ne? Realisierbar. Real Cyber. Kröte, 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 Kröte. Ich bin hier bei 19 Grad kurz vom Saften. Hä, 19 ist aber auch echt jetzt nicht heiß, dass man da keine Mütze tragen würde, hä? Wir waren gestern Abend einkaufen, da war auch irgendwie 19 Grad, da war ich auch noch ein Jäckchen schon noch schön angezogen. Weil es ein bisschen fröstelig war. Jo, was ist das denn hier? Digga, ist... Penis, lol. Hä? Wie komme ich denn hoch, hä? Was? Also das sieht aus wie ein Flämmchen. Ein Flämmchen-Item. Ach hier, Moment. Ja, speichern tut es ja automatisch in jedem Raum, wenn ich reingehe. Hä, was ist das, Chat? Ach, hier ist eine Treppe. Oh mein Gott. Ich habe nicht gecheckt, dass das eine Treppe ist. So, warte kurz einmal. Jetzt richtig. Weißmagie. Und... Kraft. Hier brauchen wir nichts. Plündern. Greift deinen Gegner an und unternimmt dabei einen Stehlversuch. Nice. Habe ich gar nicht gesehen, dass wir das mittlerweile haben. Dass man Stehlen nicht wechseln kann, das ist doof. Naja. Okay. Wen haben wir hier? Shiva? Ich bin Shiva, die Eisgöttin. Wenn ihr mich befehligen wollt, müsst ihr euch erst als Würdiger... Okay, let's go. Ja, die ist ja gar nicht allein und die ist ja fucking lila. Wieso ist die lila? Aisra! Die überleben das. Die haben mehr als 200 Leben. Ja, okay! Okay, ich bin in den Kampf falsch angegangen. Ich habe nicht gedacht, dass die so viel Leben haben. Ich muss auf White Mage wechseln. Moment, der kann auch Prothese. Ich muss die ganze Zeit eigentlich Heilung spammen. Ja, ich muss auf White Mage wechseln und dann yalla. Junge, die Ritter sind ja super stark. Ja, ist egal, jetzt töte mich. Wir machen das nochmal. Die war, glaube ich, mein erster Videogame-Crush bei FF8. Mein erster Videogame-Crush war Fina aus Grandia. Auf der PS1. Das war mein erster Crush. So, warte, Berufe. Ja, hier brauchen wir eigentlich gar nichts, ne? I guess. So, okay. Nochmal. Ja, wir können vielleicht noch hier. Oh ne. Okay. Let's go. Okay.
Geh mal auf Single Target. Fokussiere mich nur auf einen Soldaten. Außer halt mit Tritt. Ja, die fokussen den komplett weg. Wow, einer ist tot. Okay, ich glaube, ich bin ein bisschen zu schwach hierfür. Bin zu sweak. Jetzt sind alle tot. Wow. Nee, ich bin zu schwach. Das wird nix, Chat. Wir können kurz einen Booster anmachen und hier ein paar Kämpfe machen. So. Fina war auch mein erster. Okay. Die war aber auch super. Ich war noch so jung und musste nicht, was ich fühle. Ja, aber andere Spiele, als du älter warst. Lulu aus FF10. Wegen den Möpsis. Hast du denn nichts Feuriges? Doch, habe ich ja benutzt. Wie du gesehen hast. Sag ich nicht, okay. Wir können auch, Chat, dem Ricky den Paladin vielleicht geben. Für den Kampf. Weil Paladin war der mit den Elementarangriffen. Dann haben wir auch noch einen zweiten, der, genau, Klingenmagie. Der kann dann auch Feuer machen. Dann haben wir einen zweiten mit Feuer. Wir können auch theoretisch auch Faris dem Paladin geben. Und da gleich einfach reinballern. Mit Feuerklingen. Fähigkeiten. Ah, Mann! Fähigkeiten. Der heißt ja auch Paladin, das ist weird. Ne, im OG hieß der eigentlich Mystic Knight. Und nicht fucking Paladin. Stimmt, man kann ja Charaktere nach hinten stellen, ganz vergessen. Das ging ja auch noch. Schon so. Mein erster Videospiel-Crush war Lightning aus FF13. Und hey Michi, was geht ab? Hat bestimmt diese Serie von Super RTL geklagt wegen Mystic Knight, genau. So, lass mal kurz probieren. Warte, ich mach mal auch Geschwindigkeit mal auf normal. So, jetzt können die alle Feuer spammen. Klingenmagie, Feuer. So, Schwarzmagie, Feuer. Klingenmagie, Feuer. Und dann Vita-Spam.
Ja, es war auch dumm, dass ich die ganze Zeit vorne hatte, stimmt. So, Feuer, bam, 150. Weißmagie vergessen. So, der ist schon tot sein, nice. Ja, läuft jetzt, läuft! Shiva lässt mich mit ihrem langweiligen Angriffen eiskalt. Daneben! Versager. Ey, was ist mit Fares los? Fares betrügt. Sie ist absichtlich scheiße. Wisst ihr was? Ich hätte einfach Shiva fokussen sollen, oder? Dann wäre das schon längst zu Ende, ne? Ich glaube, ich muss einfach Shiva fokussen. Der lebt noch! Magiebarriere, Leute, wo kommt das denn her? Ja, ich fokusse sie einfach, dann klappt das. Fares hat keine Waffe? Doch, ein Breitschwert. Der hat ein Langschwert, Breitschwert. So. Ist einfach nur, weil er wahrscheinlich die ganze Zeit auf Mönch gespielt hatte und Mönch hat halt niedrige Agilität, sondern bei ihm ist die ganze Zeit nur Consti und Damage und keine Agilität und deshalb ist er so mies im Treffen, I guess. Xbox Showcase ist in 8 Minuten. Nein, ich habe vergessen zu buffen. Scheiße. Ein Volltreffer, 17 Damage, lol. Ah. Oh mein Gott! Nein, ich hab den falschen angegriffen! Ja, vielleicht noch ein, zwei Level, und dann wird's klappen. Das ist hier gerade sehr knapp. Wieso machen die auf einmal so wenig Damage? Haben die nicht vorher mehr gemacht? Obwohl, nee. Das war nur Feuer der Spell. Ja, die machen so wenig Damage, weil halt die in der hinteren Reihe quasi steht. I guess. Aber die haben doch auch beim letzten Mal mehr Damage gegen die Eiskommandanten gemacht. Wieso machen die auch gegen die Eiskommandanten gerade so wenig Damage? Komm schon, jetzt stirb endlich! Die lebt immer noch. Das gibt's doch nicht. Jetzt wird wahrscheinlich Fares sterben.
Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, stirb. Die ist tot! Okay, jetzt easy, jetzt easy, jetzt einfach runterspielen. Die machen nicht so viel Damage. Scheiße, Ricky stirbt. Nice. Nur noch ein Kommandant. Acht Leben. Easy. All das nur für eine Beschwörung, die ich vielleicht niemals benutzen werde. Oh. Der schaut daneben! So ein Versager. Auf einmal macht der 51 Damage in der hinteren Reihe. Die ganze Zeit machen die 17, 16. Auf einmal macht der 51. Und ich wipe wieder fast. Ja, nice. Frostrute, Langschwert, nice. Ey, ich kann Shiva beschwören. Ja, ein bisschen Klassenwechsel und dann klappt's schon, ne? Das ist gerade einfach ein umgedrehtes Kreuz. Lull. Shiva einfach Satanist. Und Virgie, Dankeschön für 16 Monate. Ja, Leute. I guess, wir sind für heute damit durch, ne? Weil jetzt kommt die Xbox Show. Und ja, Final Fantasy 5 dann nächste Woche weiter, ne? Dann ein Guest nächste Woche ein bisschen mehr als heute, weil dann haben wir ja keine Prise, müssen nicht schon um 19 Uhr aufhören. Und dann können wir länger ballern. Ne? Also ich denke mal nicht, dass wir nächste Woche durchspielen werden, ne? Weil ich habe ja heute nicht so viel geschafft, I guess. Deshalb ja. Ich denke nicht, dass wir nächste Woche durchspielen werden.